Pferd. Ach so. Ach, Peter. Haben wir überhaupt schon die Kategorie Diablo 4, Chat? Weil sonst gibt es auch keine Subs. Ja, haben wir. Sehr gut. Gibt es keine Subs. Gibt es keine Drops bei dich. Sonst gibt es keine Subs. Live-Kommentare. Danke, danke Mods. Ich bin jetzt zum ersten Mal in der Weltstufe 3 unterwegs. Und wir sind jetzt hier gerade in dem Heldheit-Gebiet, wo ich noch nie vorher drin war. Hier ist alles rot und schlimm. Ich bestimmt aufs Maul. Beeil dich noch, 2 Minuten 50. Ja, wieso ist denn das nur noch so kurz? Ja, dann beeil dich doch. Hast du weg? Einsammeln. Oh, Peter, jetzt schnell die Lava einsammeln. Wieso lassen die nichts fallen? Die Lava lassen die fallen. Du kriegst am Ende dann, je nachdem wie viel du hast, kriegst du dann eine... Ist aber eine Belohnung. Wieso weißt du das alles? Du bist doch noch gar nicht so weit. Das ist richtig, wir sind Level 14. Aber nur weil ich selbst keine Zeit hatte, da 200 Stunden reinzusuchen. Heißt das ja nicht, dass ich das nicht gerne getan hätte und ich mich zumindest damit beschäftigt habe. Ich habe gar. Du weißt ja, wie viele Tabs ich immer offen habe, ja? Ja. Ich habe meinen eigenen Browser mit ähnlich vielen Tabs nochmal wie mein normaler Browser. Nur mit Klassen, Erzählungen, Story, Builds. Alles über Diablo. Ich habe so Bock drauf, aber ich hatte letztens noch keine Zeit. Oder. Ja, ist ja okay. Ging halt noch nicht. Es ist gut hier. Alter, die machen mir voll Damage hier, die Ficker. Ja, egal. Bleib in dem Kreis drin stehen. Du musst möglichst gut killen. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Alter, das ist doch geil. Ich hab... RP, ich muss ja echt mal Credits geben, ne? Was also los? Die ersten 30 Sekunden von dem Video haben mich schon geguckt. Du hast Montpellier verarscht, dann Jay hat bei Stefan irgendwie was dagegen gehabt und dann auf Game 2 einen draufgegeben. Ich werde sterben, Christian, und ich komme nicht mach T3. Mal nicht. Ich hab T3 nicht. Ja, das ist kein Problem. Ich habe das Gefühl, ich bin für T3 jetzt mittlerweile ganz gut, aber ich finde keine besseren Items. Also ich muss leveln. Jay hat gesagt, man kann doch hier, was hat der für ein Dings? Dungeon nochmal gesagt? Champions, Moment. Nee, wie ist Champions das? Mist. Chat? Wir haben Mist. Jay spielt mit Mist? Ja, nee, es gibt irgendeinen Dungeon. Champions Demise, dankeschön. Ja, genau. Irgendwas mit Mist. Ja, Demise, sag ich doch. Was machst du denn hier überhaupt? Aber hier war Heldheit bis gerade noch. Aber für Champions die meisten ist wirklich wichtig, dass ihr 3 braucht. Ja, ich meine, so 2 teilst du dir halt dann auf. Hier ist gerade noch so, Heldheit, Christian. Das ist wichtig doch, oder? Ja, aber Heldheit geht noch 37 Sekunden. Ja, können wir ja noch kurz mitnehmen. Wie viel hast du denn gesammelt? 8 hat er jetzt. Ja, du brauchst mindestens 75. Ja, aber behalte ich die nicht? Ich glaube nicht. Oh, das ist eine gute Frage. Wenn man die nicht behält, dann ist er ja. Ich hab die mal Quatsch. Ausgegeben. Ich Na, weiß es nicht. Jetzt investiere ich noch 15 Sekunden. Scheiß einfach jetzt drauf. Okay. Ja, warte, ich hab noch 13, 14. Okay. Ja, wir können auch was anderes machen. Ich hatte gehofft, Christian, dass wir vielleicht in meiner Welt ein paar Strongholds machen könnten. Ja, ich hab alles fertig. Also, Leute, ich muss nur noch leveln. Ich hab alle Altäre, alle Strongholds und hab alles erkundet. Ach du Heilige. Währenddessen habe ich ein paar Serien geguckt und Filme. Hast du auch alle Nebenquests gemacht? Ich hab Ad Astra geguckt, den fand ich nicht so ganz nice. Nee, Nebenquests habe ich noch nicht so viele. Also, ich bin noch nicht überall auf dem vollsten Renown. Herr Peter, hast du die Rewards alle eingesammelt bestimmt, oder? Welche Rewards? Wenn du W drückst jetzt. Achso, genau, ja, jetzt. Die habe ich alle eingesammelt, okay. Ja. Da oben ist so ein Stronghold. Da ist eins, guck mal, das kenne ich gar nicht. Okay, ja, dann lass doch mal da hängen. Leute, wo stehe ich denn hier drin? Die klatschen hier schon mehr rein, ey. Mhm, ja, am Anfang auf jeden Fall. Ja, der Vorteil war halt irgendwie, ich habe, als wir mit T3, glaube ich, angefangen haben, habe ich direkt so eine Unique-Waffe gekriegt und die benutze ich immer noch. Und ich kann halt hier auch nichts Stärkeres finden als 709. Als ob du direkt einfach die beste Itemstufe bekommen hast, die es Ja, also das gibt. War schon ganz gut. Ich war vorher aber auch richtig kacke, muss ich sagen. Peter hat ja echt versucht, deine Kamera zu klappen. Ich habe aber am Anfang gedacht, du hast wirklich halt irgendeinen Typ gefragt, so hey, halt mal die Kamera. Ja, das war ja auch. Finde aber nice, dass du deine Begleitung zum Rennen gekriegt hast. Ja, der war voll cool. Das war der Alex von der GameStar. Der ist ganz neu dabei.
Ganz junger Dude. Können wir da rechts diesen Keller kurz machen? Den habe ich nämlich noch nicht. Ja, das ist ein bisschen belastend. Ich sehe auf der Map auch, wenn du dich neu einloggst, nicht mehr, welche Dungeons ich schon gemacht habe und welche nicht. Für dieses Renown musst du ja auch irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal 31 Stück in der Region machen. Da steht dann so, du hast 8 gemacht, aber welche ich noch nicht habe, ja. Mann, das ist doch hier Fake, oder? Ah, ne. Oh, ich hasse diese Raids. Alter. Ah, Frostnova und alles wird gut. Guck mal, ist doch gar kein Problem. Laut Chat ist das so, die du gemacht hast, haben einen goldenen Kreis und die du noch nicht gemacht hast, haben nur das Tor. Oh, warte mal, da muss ich mal... Die ich noch nicht gemacht habe, haben einen goldenen Kreis. Muss ich auch mal kurz auf der Map gucken. Aber die sehen mir alle nur aus, als hätten die das Tor. Was denn für einen goldenen Kreis? Moment, wo bin ich denn sicher, welchen ich gemacht habe? Ja, also ich. So viele, die sehen alle gleich aus und. Kiste, nicht Kreis. Ah ja, die du noch nicht gemacht hast, haben die gelbe Kiste. Achso, die haben alle, haben die als Reward einen Aspekt. Ja, jeder einzelne. Haben die alle, tatsächlich, ja. Oh, ich habe gedacht, die hätten nicht alle so einen Aspekt. Ja, moin, dann habe ich bestimmt noch welche schon 2- und 3-mal gemacht. Geil. Da habe ich noch nicht drauf gehabt. Warte, jetzt müsste ich ja viel bessere Sachen finden hier, ne? Aber das kann ich nicht. Ich habe also hier überall so wichtige Aspekte drauf. Die Sacred Sachen sollten auf jeden Fall schon besser sein. Ja. Leider. Ja, meine Aspekte sind halt wichtig. Irgendwann muss ich mal irgendwie Aspekte wieder runternehmen und auf neue Sachen drauf machen. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich Item Level 700 habe. Ich habe jetzt, also ich glaube, 3 Uniques trage ich. Die finde ich auch eigentlich ganz nett. Aber da habe ich jetzt auch keine Aspekte oder so gemacht, weil ich hoffe, ich kriege doch besser. Und shit. Achso, das ist halt echt teuer. Ich markiere mal, also da wo da, du hast ja da Dings markiert, da ist eine Statue von Lilith. Ah, Moment, wo du markiert hast, ja okay, ja, das heißt wir da müssen zum Stronghold E und dann, komm, lass da einfach kurz mit dem Pferd fahren. Auf dem Weg dahin ist jetzt hier gerade keine mehr. Im Fahrenfall. Im Brumm. Wenn bei dem Aspekt imprinted steht, kannst du den nicht mehr runternehmen, Peter. Ja, guck mal, das macht die ganze Sache ja noch schlimmer. Warte mal, hä, wie komme ich denn jetzt dahin? Da steht. Ah, links rum. Wieso habe ich die ganze Zeit rechts so ein Stronghold must be conquered first? Ach so, für die Nebenquest. Wait, kommt man hier hoch? Peter, benutzt du eigentlich nicht die, zum Beispiel die Map Genius Map oder ähnliches? Hast du die nicht offen? Nein. Cool. Okay. Ja, dann übersieht man halt nicht alle Altare und muss dann nochmal irgendwie hinlaufen, wenn man irgendwo unten ganz unten links oder rechts irgendwo was übersehen hat. So. Kann das direkt mitnehmen. Kannst du sogar abhaken da. Ja, das ist ein bisschen viel Aufwand, die abzuhaken. Also du siehst schon ganz gut, welche du gemacht hast. Ja, was heißt Aufwand? Ich meine, du bist ja eh... Du musst nach der Ding einmal ganz kurz... drauf drücken. Man kann. Ja, ich bin ja nicht so ein Min-Maxer. Alter. Ich laufe hier einfach so rum, Alter, und erlebe einfach mit Eis. Mal so ein bisschen. So, hier, selber Eis. Bumm. Für den Chat das Map-Genie. Da könnt ihr dann die Abte auswählen. Da gibt es auch die Tarkovs-Maps oder Elden Ring oder ähnliche Geschichten. Also natürlich habe ich eine Karte benutzt, um zu gucken, wo die alle sind. Die sind manchmal ganz schön fies versteckt. Ich bleibe einfach mal ganz casual bei euch hier drin und gucke mir das ist Das wäre so witzig. Erinnert einer in den Chat geschrieben, also Gronkh streamt das, aber das kann ich mir nicht vorstellen, nee, weil es explizit gesagt wurde, dass das uns wurde explizit gesagt, das dürfen wir nicht. Ja. Ich glaube, das ich glaube, du darfst ja auch keine richtigen Inhalte erzählen, aber ist das denn eher so ein noch, also so ein erweitert zu dem, was die eben gezeigt haben? So ein aktuell steht das Show starts in 4 Minuten 24. Achso. Ja, sag doch mal, wie das bisher so ist, Bram. Ja, hey, was ist denn das hier? Ich verstehe das nicht. Ja, Peter, steht rechts Purge Core Dragon of Vampiric Corruption. Und das hier ist ein Vampiric Incubator. Und wir müssen jetzt hier die Dinger kaputt machen an der Seite. Guck mal hier. Ah, ich bin zu dumm. Wenn du alle kaputt gemacht hast, dann kannst du dem Ding da auch Schaden machen. Du musst halt draufhauen auf die Kugel. Ja, dämlich. Gronkh streamt das wirklich? Achso, ja, dann hat er da aber einen Deal für. Also, hat er da einen Deal für, ja.
Nee. Ey, wie ist denn das, wenn wir jetzt Gronkh streamen würden? Ja, ohne Scheiß. Das kann nicht sein. Nein, Gronkh streamt das nicht wirklich. Der, also, der guckt sich doch gerade die Ubisoft-PK an. Wenn wir jetzt Gronkh restreamen sozusagen, streamen wir das dann oder streamen wir dann Gronkh? Der streamt halt die Postshow wahrscheinlich gerade, ne? Die normale Postshow. Ja, also es gibt eine Postshow, da haben die auch über Star Wars geredet. Genau, und da läuft auch gerade ein Star Wars-Clip. Ja, hey Lilith. Ja, Moment, kurz diesen... Oh Gott, dieser Ghoul, er schockt mich. Wieso sind die so wichtig, diese Altäre? Naja, die geben dir und all deinen Charakteren, hast du jetzt zwei Int mehr gekriegt. Und dadurch, dass das in jeder Region... Ich glaube, ich habe zwei Region, Willpower mehr gekriegt. Stand da nicht gerade Willpower? Kann auch sein. Also es gibt immer Stats, also Stärke, Intelligenz, Willpower, Dexterity und zwischendurch auch mal, dass du mehr von diesen Obolus oder Oboli tragen kannst. Aber es kriegen ja alle Charaktere. Geil, Slide. Paragon-Punkte auch? Ja, guck mal. Also, sie sind schon nicht unwichtig. War das eklig. Da ist Lieutenant Fuck. Fuck. Kussblister. Aua. Ja, dieses Plague-Zeug, ich hab nicht viel Resi gegen Gift. Oh, Resi ist so cool. Achso. Also, der explodiert, glaube ich. Ja, muss er aufpassen. Ja, das ist halt, was mich am meisten killt. Wenn alles reingelaufen. Wenn die am Ende explodieren. Nice, alle drei. Ne, doch nicht alle drei. Immer. Ja. Ich dachte, ja, so kurz. Komm, nehmen wir noch mit. Let's go. Bram ist in seinem Element. Schön zugucken und ein paar Fragen stellen. Ein bisschen Trash-Talk. Ein bisschen Trash-Talk. Er ist halt Legend. Mann, nein. Die ist voll so Vampire City, Junge. Mhm. Mit allen Altären gibt's 68 in allen Hauptstats. 100 Obolus-Kapazität und 4 Paragon-Punkte. Ja, guck mal, das ist doch nicht so wenig. Was ist denn Obolus? Ja, diese blauen Dinger in deinem Inventar unten. Wenn du Inventar aufmachst, ah, ja, dann ist ja voll gut, dass es dann mehr Kapazität gibt. Okay. Das Zeug fürs Gamblen. Ja, auch sehr gut erklärt, muss ich sagen. Oh, Paragon-Punkt. Hm. Ey, so, mal eben so 5% Damage zu bekommen, ist aber auch nicht verkehrt, ne? Ja, ja. Oh, oh. Okay, ich bin gerade gecheckt, ob ich das erzählen darf, was ich sehe, oder ob ich gar nichts sagen darf. Das wäre voll cool, wenn du uns das erzählen dürftest. Erzähl mal, cool. Das wird kurz geklärt, sind nämlich noch 45 Sekunden. Du musst mal bei Drops drauf achten, das ist immer noch so. Du siehst auf der Map zuerst, ob du ein Legendary kriegst. Bevor das droppt, ist das schon auf der Map zu sehen. Mm. Boah, er kriegt aber Damage, ey, boy. Der nix gedacht, die droppen hier alle gar nicht so viel, ey. Ja, ist ja nur so ein. Na, viele Gegner ist super, die explodieren halt alle. Ja, viele Gegner finde ich auch immer gut für meine Fähigkeiten. Wenn mein Pulverize mehr so als 4 trifft, kriege ich ganz viel Spirit wieder. 40% oder so. Was ist denn Spirit? Das ist das, womit der Druide arbeitet. Ah. Also gerade ist der Timer abgelaufen und jetzt hinterher die Präsentation startet bald. Wo gibt's dann einen Timer? Kann der mal aus der Pfütze da rauskommen? Das ist ja ätzend. Ah, ja, kaputt. Oh, hier ist er! Ein Sacred Helm, der, ja, nice. Der orange ist. Hier ist er nochmal Legendary, heißt er, ne? Mhm. Können wir jetzt hier das Ding kaputt machen? Ne, können wir nicht. Ey, was haben wir übersehen? Moment, ich muss mal kurz den Helm angucken. Da steht nicht, dass ich da nichts nur, dass ich keinen Podcast darauf machen darf. Da steht nur Fotos, Filming und Screenshots. Ja, das ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Warten noch kurz auf die offizielle
Auf das, was offiziell mir gesagt wird. Holy moly, Alter! Inne rein. Holy moly, war so laut? Was ist denn da passiert? Hier ist was passiert, aber ich weiß noch nicht, ob ich darüber reden darf. Die haben bestimmt Darth Vader gezeigt. Hey, der, der müsste ja auch eigentlich vorkommen. Also, was heißt vorkommen? Aber den gibt es ja in dem Zeitpunkt. Also könnte ich mir vorstellen, wenn wir einen Auftritt haben. Ich hätte gar nichts gegen, wenn der gar nicht vorkommen würde, sondern die nur diese Geschichte, wo das ja, vielleicht kommt der nur kurz vor, so wie bei... Achso, nee, Moment. Alter. Ich weiß einfach, das Geräusch. What the fuck? Irgendwie hat uns das eine hier schon verwirrt, Christian. Das konnten wir schon irgendwie nicht kaputt machen. Ja, wir müssen ja noch mehr kaputt machen. Hier unten müssen wir mal WhatsApp haben. Da gibt es ein Update. Was? Nein, also Spaß. Also, ich kann euch sagen, der Sound ist erste Sahne. Achso. Das kann ich euch sagen. Kaputt. Danke, Schmille. Ich darf erzählen, was ich sehe. So, was war denn da so krass? Ah, gar nichts. Ich habe nur versucht, ein bisschen reinzubellen. Bisher läuft auch der Trailer, den wir alle schon gesehen haben. Oh Mann. Die Präsentation geht gleich erst los. Hey, was machen? Ja, den kann man kaputt machen. Natürlich kommt da so ein Ficker raus. Bertilem. So, jetzt der Trailer zumindest sofort vorbei. Bert hat tatsächlich hier gesegnet. Hast du den einen da oben? Müssen wir mal kaputt machen. Ups, ja, da ging es aber irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Ja, irgendwas haben wir da noch übersehen. Knoten übersehen. Oh. Mhm. Okay, Julian macht für mich die Präsentation. Das ist der Typ mit den geilen Hosen. Naja, hast du eine Private-Präsentation oder was? Nee, da läuft so ein Audio läuft gerade ab. Also du musst dir vorstellen, das ist ein Standbild von Julian, wo einfach ein Audio-Hintergrund läuft. Achso. Standbild von dem Präsent. Also ein Bild. Also kein Video, sondern ein Bild wird mir gezeigt. Wer erzählt mir gerade, dass Star Wars 2024 rauskommt und droppt einfach gerade so Key Facts. Alter, diese scheiß Eisgeschichte hier gerade. Wieso ist denn das so häufig? Bleib du mal hier. Da hier selber Eis. Da ist ein Wasserzeichen. Und ich hab dir gefragt, ich darf sagen, was ich sehe. Krass, da ist ein Wasserzeichen drin. Clever sind sie. Hier oben war ja nicht mal was wir kaputt machen müssen. Nee, waren einfach nur ganz viele Gegner. Wir mussten mal kurz aus dem Eis raus. So, wo ist das denn? Das ist doch irgendwie hier connected. Das ist einfach Codewörter. Jedis heißt Kotelett. Hilf heißt Gänseschmalz. Oder Spargelcremesuppe und Schmalz. Oh, das ist doch Suppe da. Der absolute Klassiker von Jabba the Hutt. Ah, Spargelcremesuppe, Spargelcremesuppe. Und die Jutta Jolasch so. Hühnchensuppe, Hühnersuppe und Tomatensuppe. Okay, zumindest der Anfangsplot ist, wird gerade erklärt. Achso, die machen jetzt echt Story? Oh Mann. Ja, ja, du spielst auch nicht so. K. Du spielst K und du gleitest in die Story, weil du einfach kein Geld hast, weil du eine arme Sau bist und das Imperium dafür sorgt, dass du keine Arbeit hast. Kann ich mich nicht mit identifizieren. Keine Arbeit haben oder mit Arbeit mit dem Imperium. Dann muss ich hier die Sanke öffnen. Ja, bitte, Peter. Ja, du musst erst wieder auf die Blobbles hauen, ne? Oh nee, jetzt nee, nicht das ging können. Nicht. Hab ich extra geguckt. Nee, die Blobbles macht er gleich auf. Komm, da Gegner ist raus.
So, bleibst du hier? Ja, mach direkt den zweiten auf. Ja, wenn wir so viel Damage machen. Ja, was ist denn das für eine Fähigkeit? Ist halt, ihr könnt craften, ihr könnt Cities holen. Das ist das Ding. Oh. Aber man kann craften. Du kannst durch Länder gehen und du wirst krasse Abenteuer und Quests machen. So als so. Du bist ein Zigeuner. Oh. Ups. Hast du mich gerade angesprochen? Ich hab einen Emote gemacht aus Versehen. Greetings. Hey, was ist denn hier jetzt? Ja, der hat jetzt seine letzte Bubble da gezündet. Jetzt ist hier Schicht im Schacht. Okay, das ist vielleicht tatsächlich interessant. Die Planetendesigns und ähnliches sind direkt mit Lucas Films abgesprochen. Mit? Ach, Lucas mit Films. Lucas Films. Ja, da gehe ich mal davon aus, dass die da ihre Hand drüber halten werden, weil das muss ja auch alles stimmen, wenn das wirklich zwischen den Teilen 5 und 6 spielt. Kannst du ja keinen Quatsch erzählen. Ja, aber die haben doch gar nicht gesagt, ob das jetzt Kanon oder Legends ist, was wir hier sehen. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Legends einfach ausgedacht und egal. Nee, aber die haben mittlerweile so zwei Zeitlinien. Nein, Star Wars ist eine fiktive Story. Nein, Peter, nee, ist wirklich nicht. Was? Das. Star Wars ist fiktiv? Okay, your entire party must be present. Kommen Sie mal bitte ran hier. Kommen Sie mal bitte ran. Kannst du ein bisschen beten. Geil, ich kriege hier Rewards. Geil, Skillpoint. Super nice. Wieso sitze ich hier immer noch? Aber wo zur Hölle? Warte mal, ah ja, stimmt, das wollte ich mal nachgucken. Was ist denn jetzt hier Champions Demise? Also ich muss sagen, das sieht schon fett aus. Ey, ich sehe gerade so eine Stadt. Das sah tatsächlich ganz geil aus. Die oh, in so einem siehst du gerade Gameplay? Nee, gerade nicht. Gerade sehe ich so eine schnelle Aneinanderreihung von einem Ort namens T'Chat oder so heißt der. Ah. Und das sieht aus wie so Jedi Survivor. Nee, war nicht Jedi Survivor war das neueste, das erste davon, wo du am Anfang in dieser Minenkolonie warst vom Setting her, ja? Wo du ja ursprünglich herkommst aus dem EA-Spiel. Mhm. Und das halt aber in der Grafik, die wir gerade gesehen haben. Und oben und unten ist kein Balken, stimmt. Ja genau, das wollte ich nämlich fragen, deswegen die Frage nach Gameplay. Zumindest auf den, also zumindest auf den Sachen, die ich hier gerade sehe. Aber da ist Champions Team noch mehr als eine andere Form von Bildern. Du weißt sogar noch nicht mal drin. Ja. Braka, genau. Ja, ungefähr so. Okay, wir gehen in Space. Mal gucken, ob man das machen kann. Ja, fighten, das sah ganz cool aus. Also, wäre ganz geil, wenn man auch größere Raumschiffe fighten kann. Alter, ich habe eine blaue Waffe gefunden. Die macht einfach mal 351 Damage mehr als meine damit. Jetzige Waffe. Das ist halt echt viel. Also What da helfen fuck? Auch ein paar Stats nicht. Holy shit. Ja stimmt, ich habe nicht die Einstellung aktiviert, wo man Plus und Minus sieht. Das stimmt. Aber die finde ich auch teilweise super verwirrend, muss ich sagen. Ja, wichtig ist teilweise, also zum Beispiel, ich brauche auf meinen Sachen sowas wie Cooldown Reduction. Und wenn du dann unten rechts bei dem roten siehst, da du Cooldown Reduction schon komplett verlierst, ist das für mich fast schon raus. Ja, verstehe ich. Es gibt sowas wie eine Gilde, wenn man so möchte. Oder so eine Vereinigung, der man beitreten kann. Ich habe mal eine andere Stronghold markiert, Christian. Mhm. Welche denn? Wir können aber auch natürlich so ein Dungeon machen. Ja, ob ich jetzt so level oder so, ist völlig egal. Vielleicht ist da ja noch ein Aspekt bei, den du gerne Nevesk. Hättest. Machen wir was? Dann porte ich mich schon mal nach Nevesk. Ich habe mich auch irgendwo hingeportet, aber habe mich dumm geportet, weil... Achso, ich port mich sofort einfach zu dir.
Okay, dieses kleine Vieh, was man dabei hatte, das übernimmt eine ganz zentrale Rolle, wenn man das möchte. Aber das ist wohl nicht zwangsläufig immer nötig. Aber wenn man so ein bisschen sneaky spielen will, ist der the way to go. Okay. Nixus heißt der. What? Nixus? Nixus ist das dieses, was ja, hast du vorhin, Bob Marley Vieh. Der würde mal Bob heißen. Mal 351 Damage, ey, das ist ja insane. Für ein fucking blaues Ding. Scheiß auf 5 Stats oder so. 300 Damage ist echt viel. Ja, oder scheiße. Über 30% mehr als vorher. Also, unfassbar. Vor allem, da musst du jetzt auch eigentlich nicht viel mitmachen, weil wenn eine blaue Item schon so viel mehr gibt, wirst du auch safe ein Legendary dafür finden. Danke für die Subs, by the way, alle Chat, ja. Danke, dass ihr euch dafür entscheidet, die bei uns auszugeben. Man könnte euch ja jetzt einfach unterstellen, ihr macht das nur für den geilen Skin. Aber ihr macht das bei uns. Dann könnte man Blizzard wieder unterstellen. Du musst da auch immer noch reinschreiben für 3 verschenkte Subs. Nein, das ist gelogen. Schreib rein, für mindestens 2 verschenkte Subs gibt's das. Ja, okay, das wäre nicht gelogen. Das stimmt. Oder schreib für weniger als 6. Ja. Na gut, dann geht auch weniger als 10. Was ist denn bei dir da gerade Status? Ja, nix immer noch. Oh, Peter, hier ist eine Statue. Wir werden gerade alle Mechaniken von nix durchgegangen. Soll ich die kurz erklären? Du kannst den sonst so hinschicken. Achso, das Vieh heißt nix. Ja. Ich dachte gerade, bei dir geht nix. Nee, und du hast immer die Möglichkeit, mit nix an deinem Blaster ranzukommen, falls du irgendwie auf die Fresse bekommen hast. Nicht, und nee, ist das ja der Name ist für Deutsche echt nicht optimal. Nee, so gar nicht. Das ist nix optimal. Ja, ich möchte Nostrava mitmachen. Moment, bin ich jetzt dir gejoint? Wie mir gejoint? Was? Nee, ich habe alles freigeschaltet. Bei mir ist halt schon mal. Nee, das ist mega dumm gewesen von mir. Abort. Weil das Leaf Party. Die Leaf Party. Ja, weil. Weil ich bin dir, da stand gerade, ey, Husan, Chris will was starten. Willst du mitmachen? Und ich dachte ja. Dann portet er dich zu mir. Ja, aber das Problem ist, du wolltest nicht das Stronghold starten, sondern du wolltest Nortrava starten. Wolltest du? Ich bin doch mit dir hier hingeritten. Wir sind doch nebeneinander gewesen. Oh, ich habe mich dann vertan. Ich dachte, du hättest da ein anderes Event bei dir neben dem Stronghold. Nee. Okay, kannst du mir nochmal joinen? Sorry, ich bin ja auch da. Ja, klar, kein Ding. Sorry, Chat. War nur einfach ein bisschen verwirrt. Ich war ja direkt hinter Christian. Warum will der mich denn dann irgendwie teleportieren? Ja, weil ich schon so weit oben war. Das Spiel hat manchmal ein bisschen Stressfaktor, wenn Leute zu weit auseinander sind. Genau, du bist ja Lobbyleader und also ich habe das ja schon freigeschaltet. Bei mir ist das aber auch jetzt hier nicht freigeschaltet. Danke, Bera also, DeCento. Oh, dankeschön. Dafür droppe ich gerade die Info, dass gerade die Synchronsprecherin von Kayla hier gerade ihren großen Auftritt hat und erzählt ein bisschen über die Beweggründe von ihr. Müssen wir später hier rein. Wait, ist das das Dorf? Ist das das Dorf vom Anfang? Nee, ich bin verwirrt. Wir müssen zu dem Gebimmel. Ah ja, da gibt's Sinn. Oh, ich habe einen Paragon-Point. Bäm, 5 Intim mehr. Servus. Oh, hier sind ja auch Leute drin. Hallo. Ja, wenn ihr da anbietet, ne? Die ist leider schon down. Ja, ganz ehrlich, diese Welt ist einfach so verflucht. Man könnte ja einfach mal alle töten und wäre gar nicht so schlimm. Shame on you. Oh, wir kriegen übrigens Brandschaden. Aua. Investigate Villagers' Homes. Okay. Ja, keine Ahnung, wie es Lilith schafft, einfach mal so viele Dörfer für sich zu begeistern. Aber wie wär's, wenn ihr alle mal... ihr seid alle fucking Fernkämpfer, oder was? Schlimmsten finde ich die Khazra finde ich auch nicht geil, aber am schlimmsten finde ich diese riesigen Schlangen, die sowohl spucken, als auch dich im Nahkampf stunnen können und dann diese Augen haben, die immer so eine Flash machen und da bist du auch gestunnt. Die sind schrecklich. Ja, verstehe. Ich finde auch diese Fliegedinger-Kacke, diese in dem Sumpf, diese Bienen oder so. Die gab es so in Diablo 3, die haben so unfassbar... Also ich weiß, die macht so viel Damage! Genau, ab einer gewissen Stärke frisst du halt eine Wave von denen, dann bist du halt instant tot. Ja, das ist so krass.
Aber Succubus sind geil, die sind sexy. Ich würde Save Lilith folgen, ja, würde ich auch. Na, Freunde, was geht ab? Und zwar ins Schlafzimmer. Ich habe eine Yoda-Statue gesehen. Hier ducken, Peter. Ja, hallo, ich töte hier noch einen Succubus. Alter, Junge, einfach eine Yoda-Statue. Oh, geil, nochmal ein Altar. Das ist ja hier 10 von 10. Alter, ich habe so viele Altäre schon mit Christian jetzt gefunden, wie im ganzen Spiel vorher. Die over here help. Geh mir am Sack. Alter, lass mich doch mal hier raus. Entschuldigung, Spargelcremesuppe, nicht Yoda. Muss man hier drin noch jemandem helfen? Was redest du die ganze Zeit von Suppe? Ja, ja, nee, die, der Chat wollte vor, dass ich Codewörter benutze. Achso. Ja, ich sollte. Wenn ich Jedi sehe, soll ich Kotlet sagen. Ja, du kannst doch einfach Jedi sagen. Das ist richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe Yoda gesehen. Ich glaube, so krass werden Jedi nicht vorkommen. Moment, du hast Yoda gesehen? Eine Statue von Yoda habe ich gerade gesehen. Aber der lebt ja noch. Ja, ja. Oh, oh. Das ist immer das, was mich killt. Was ist passiert? Warte, ich hol dich sofort. Ja, ja. Das war ein Monster, was explodiert ist. Peter steht da einfach. Warte, was? Die Karte in der Nature findest du beim Map Genie. Und dann kannst du einfach Diablo 4 suchen. Ein großer, dummer Bär. Wie viel, wenn du so ein Bär bist, wie viel Leben hast du dann als Wert? Ich habe gerade 1800, aber ich habe auch ganz viel Barrier und Fortify. Oh, also ich hab auch die Rubine gesockelt und ich habe auch 1800. Ah ja, okay. Ja, Oppressor, Alter. Schraub dich auf meine Waffe. Das war ein Suppressor, aber ist mir egal. Warte, rechts ist noch was. Kriegst du eigentlich auch angezeigt, was man hier machen muss? Ja, ja. Bei mir ist ja auch nicht freigeschaltet. Das ist deine Welt. Meine Welt. Ich bin ja die ganze Zeit Pizmologie und Kokage eingeblendet mit irgendwo im Bild. Was? Damit ich ja nicht irgendwie. Hört die ganze Zeit irgendein Zahlencode ploppt so ein paar Frames auf, damit ich nicht das irgendwie. Ja, also auch, das ändert auch die ganze Zeit seine Position. Ja, genau, natürlich. Das ändert auch ständig seine Position. Als wenn man das nicht als guter Cutter, dann müssen wir mal Luca die Aufgabe geben, dass er das immer rauskriegt. Aber da gibt's da bestimmt Programme für, wo du denen sagst, yo, verfolgt das und das ist gut. Ja, aber da kommen auch random Zahlen einfach, tauchen da manchmal so auf. Ach so. Geiles Video, direkt einen Daumen hoch. Danke, du. Oh mein Gott, Alter. Alter. Oh, du bist wohl. Ach komm. Immer die Explosion, ich achte dazu. Toll. Alter, gut Job von mir. Ah ne, ich dachte, ich hätte kurz vor knapp abgebrochen. Warte mal, nee, wo andere wir Richtung. Hin? Wir müssen nach oben. Als ob du dafür dein Pferd benutzt. Faules Stück. Wie faules Stück, wo ich viel schneller ich da bin. Ja, das ist echt gut gewesen. Okay, das war's. Wie war's? Ja, war jetzt so eine halbe Stunde extra Präsentation. Da war jetzt nicht kein Gameplay leider mit dabei. Nur so Shots vom HUD und Character Development. Gefühlt und hast du die ganze Zeit am Anfang erzählt, da ist noch. Hier in 4 Minuten geht's los. Ja, war wirklich so, aber ich finde, das concludes our presentation. Thank you very much. Loading Agenda. Was durfte man denn da? Ich jetzt auf keinen Fall streamen, oh mein Gott, ey. Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen meine Ulti gezogen. Die wichtigste Frage, Bram, waren auch die ganze Zeit so Balken? Nee, also die paar Sekunden, wo man was gesehen hat, nein. Okay, sehr gut. Musst du die ganze Zeit immer an The Order denken. Was soll ich machen, Jungs? Ich kann ja auch nichts für das nicht mehr zu sehen, ja. Tut mir auch leid, ne? Hast mich jetzt nicht dafür, dass ich da nichts für kann. Aber hier passieren schlimme Dinge. Wir kriegen die ganze Zeit halt Brandschaden. Ja. Hier ist nämlich Willi unterwegs. Oh, was soll ich sagen? Ah. Ja, ey, sorry, ich kann da auch nichts für. Ja, das war's jetzt. Also, das war jetzt ein bisschen underwhelming, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich dachte, da kommen jetzt hier, wenn das so eine Secret Presentation afterwards, just for press, wo man nur drüber reden und schreiben darf, dass da jetzt auch der heiße Scheiß kommt. Aber da kamen ganz viele Behind-the-Scenes-Szenen, wie das Motion Capturing aufgenommen ist, wie Nyx aufgenommen wurde als Motion Capturing jetzt auch am Ende. Ein paar Orte wurden noch gezeigt, ein Jedi-Tempel. Ja, wie gesagt, da gab es die Yoda-Statue, dann diesen, wie ist der Bracca? Diese, so ein Minenort, nenne ich ihn nicht. Mal. Entschuldigung, Bram, red weiter.
Ja, ja, ist gut. Wie gesagt, also ich hätte einfach weitergeredet, wenn er jetzt mega der heiße Scheiß bekommen wäre, aber ich versuche gerade einfach nur zu überbrücken. Ach, bleib hier. Ja, echt mal ein Negaler. Du bist mir nicht egal. Hey, du bist nicht Negaler. Wo ist er? Da. Da hinten. Bleib dran, da kommt noch was. Da kommt nichts mehr. Die haben gesagt, Dankeschön. Und dann ist das ganze Fenster zugegangen. Das läuft nicht wie bei einem YouTube-Video. Das wäre irgendwie nicht smart, wenn du sagst, Dankeschön, dass sie alle hier waren und zugeguckt haben. Und dann fängst du an, den heißen Scheiß zu zeigen. Boah. Wo bist du jetzt? Auch wieder hin. Wieso ist das hier so viel Movement? Ich bin ein schwerer, langsamer Bär. Oh, die ist wieder weg. Die ist einfach weg. Du bist eine andere. Wir sehen alle gleich aus. Der ist auch wieder weg. Oh, ich hab dich jetzt hier im Türmrahmen. Okay, habe ich nicht. Alter, ist das bescheuert. Ah, du hast die. Ja, sehr gut, Christian. So, Kotze ist weg. Oh, die auch. Wo ist sie? Da unten. Kannst du mal gucken, wo die Flamme ist? Ja, auf der Map, ne? Ja. So, ja, da auch. Jetzt sei doch nicht immun, du Blöde. Wow, die ganze Zeit hat gebimmelt. Ich komme ja gleich. Oh, Two-Handed Mace. Das ist es jetzt, Leute. Das ist es jetzt mit der perfekten... nein, leider nicht. Lol, wieso hat denn der... Oh, Alter, ich finde hier die legendären Sachen, ne? Die schlechter sind als die blauen, die ich gefunden habe. Ich habe eine 680er Brust gefunden. Alter, what the fuck? Wieso finde ich denn hier nur so Much-Much? So, lieber Zuschauer, das war's. Die ist eigentlich nicht schlecht, hat aber einen Sockel zu wenig. Naja. Geil, Level 52. Oh, nice. Sockel kann man hinzufügen. Ohne einen anderen Stat dafür zu ändern, ne? Also die blaue Waffe ist auch heilig. Was heißt denn heilig? Sacred ist besser als normal. Also du hast Sacred Legendary und ich glaube, das nächste wäre im nächsten Tier erst. Ancient, glaube ich. Ah. Das heißt, die hat bessere Stats. Ah. Jetzt kann ich hier, also hier in dem Dungeon habe ich eine Quest. Oder hast du hier eine Quest? Ich check das einfach nicht hier gerade. Ich habe da keine Quest. Side to Madness. Slay Thea. And retrieve the Necklace of Ice. Kannst du die mit mir teilen? Das gucke ich gerade. Nee, ich glaube, das geht nicht. Okay, kannst du nachgucken, wo du die bekommen hast? Fractured Peaks. Was ist das? Imprisoned in Kyova Shut. Imprisoned war die. A crazy man named Vilek, imprisoned in Kyova Shut, spoke of being able to see out of his plucked eyes. Okay, ich guck mal kurz, ob ich auch eine Quest in Kyova Shut hab. Oh, Vase 931 hat gerade 100 Euro Trinkgeld da genommen. Holy fuck. Dankeschön. Dankeschön. Hey Jungs, schaue euch über 10 Jahre regelmäßig seit Peters Far Cry 3 Let's Play. Ihr habt mich durch meine Jugend begleitet, dafür wollte ich danken. Danke, Vase, dass Dankeschön. Du das auf so eine Art machst. Danke, dass du auch 10 Jahre jetzt schon dabei warst. Das ist echt cool. Ich habe, glaube ich, die Quest gefunden. Das ist echt cool. Side to Madness hast du gesagt, ne? Vilek, ja? Ja. Ja, habe ich jetzt. Okay, ich kann zu dir kommen und dann können wir das machen. Einmal kurz verkaufen. Hat Peter Vase gerade raus? Was? Rautz.
gut. Ah, was heißt das? Ist das irgend so ein Jugendsprech? Hat Peter was gerade rausgeschmissen? 10 Jahre dabei warst. Ja gut, so. Der war halt 10 Jahre dabei. Das schließt ja nicht aus, dass der nicht immer noch dabei ist. Wir niemanden rausgeschmissen. So. Teleporting to Husarenes. Honey? Kannst du mir ein Wasser bringen? Jetzt kommt er gleich in so einem 1-Liter-Glas und ist so leicht orange. Ich bin Wirbelwind-Zauber. Das lieb, dankeschön. Geil. Hebt ihr immer alle legendären Items auf? Ja klar, also an dem Punkt bin ich noch nicht, dass ich in Legendaries liegen lasse. Die gehen mir auch richtig. Also ne, ich glaube, also er meint in der Truhe, weil ich die alle in Truhen gesetzt habe. Ach so, ja, das tue ich teilweise, wenn mir die, die Dings gefallen. Die Fähigkeiten, Gesundheit, die Aspekte. Naja. Was müssen wir eigentlich hier machen? Slay all enemies. Und slay Thea. Okay. Wissen viele gar nicht, aber Peter trinkt immer Wasser nur von Oettinger. Gibt von denen noch Wasser? Nein. Ja, kann ja sein. Also weiß ich nicht, aber das meine ich zumindest nicht. Super lieb, dankeschön. Oh Gott. Man lädt dies nicht auf vom Boden, wenn die an die Truhe geschickt. Ah, das stimmt, das kann sein. Ist das stimmt, ich habe tatsächlich schon mal eine übersehen und dann war die in der Truhe. Da dachte ich so, alter, geiles Feature. Wäre nämlich sonst echt kacke gewesen. Wobei, sonst hätte ich es niemals mitbekommen. Bis zu 10, okay. Hast du eigentlich das essentielle Aspekt schon verwendet? Hast ja gestern gemerkt, dass du das in der Truhe hast. Nee, Sepp hat ja gesagt, ich soll warten, bis ich eine krasse Waffe habe mit Item Level 700 und die dann drauf machen. Und da hat der Chat gesagt, gute Idee. Und da habe ich mich jetzt mal dran gehalten, ne? Also sonst hättest du direkt gerade schon deine blaue Waffe. Ja gut, man könnte das natürlich auch auf den Ring oder so machen. Achso, geht das mit jedem? Ich glaube, auf Ringe kannst du alle Aspekte machen. Oh. Aber das ist jetzt gerade gefährliche Sache. Das weiß ich auch nicht. Wo hast du den hergehabt? Ist der gedroppt? Ja, den hatte ich in der Truhe, ey. Das war ja, der war irgendwann war der mal gedroppt. Und das ist für mein Bild super wichtiger Aspekt. Und den hatte ich da einfach rumliegen. Nein, Waffe, weil bei der Zweihand der Aspekt doppelt so stark ist. Fair enough. Guck mal, dann brauchen wir wirklich eine gute Waffe und nicht so eine blaue. Auch wenn die jetzt natürlich gut Damage macht, aber das ist halt eine fucking blaue. Ja, ja. Oh, hinter uns sind gerade echt viele Monster gespawnt. Sag mal, hast du eigentlich alle Elemente? Ostnova, Hydra und Schock, ja. Voll cool. Ist, ist Hydra Feuer? Mhm. Macht Feuer Damage. Ah, die ist eigentlich wichtig, weil je mehr ich von diesen Hydras, also ich kann halt nur eine stellen, aber theoretisch kriege ich für jede irgendwie 3% mehr Schaden. Ich mach so wenig Damage gegen fucking Einzelgegner, ey. Schock, Frost als Verzauber. Ja, ich muss nochmal wechseln. Wenn du mit dem Arclash Cooldown und Crit Chance erreicht hast, wechselst du ein paar Fähigkeiten aus. Das habe ich aber noch nicht. Oh, hier ist eine Truhe. Ach, dieser blöde Wild Dashing. Also diesen Aspekt, den ich hier gerade habe, Chat, den habe ich schon irgendwie 5-mal gefunden und bringt mir da gar nichts. Ich muss mir gerade mal die Nase putzen. Ja, ja. Oh. Aber selbst der Sacred Legendary Staff, den ich da gefunden habe, macht immer noch weniger Damage als mein anderer Staff. So, what the fuck? Hast du den Einhand oder Zweihand?
Jetzt beides Zweihand. Ah ja. Also du nutzt nur Zweihand. Aber die Waffe ist besser als deine blaue. Ey, warum? Ich muss auf jeden Fall Overpower Damage machen und das hatte der doch schon mal zum Beispiel gar nicht. Pulverized Druid geht halt full on auf Overpower. Ich muss sofort nochmal kurz Item-Vergleiche machen. Alter. Also wenn du 300 Schaden mehr machst, dann weiß ich nicht, ob da die... Nee, das, der Vergleich war jetzt gerade nicht mit einem anderen, der 300 Schaden weniger macht. Was sind denn ich habe gerade eine Glyphe aufgefangen. Ja, guck mal. Okay, ich habe... Ach, Meteor, so ein Quatsch. Aber das ist halt eher so ein Werwolf-Ding. Critical Strike damit mit Werwolf-Skills, so... Ich mache meine Gegner nicht vulnerable. Deswegen sehe ich da jetzt das gar nicht so sehr. Verschaffe er mir Einlass. Oh ja. Sehr gut. Wir haben jetzt hier die Tür auf... Ne, oben haben wir die Tür aufgemacht, sorry. Ja, oben. Slay the High Priest. Achso, Side to Madness haben wir theoretisch schon fertig. Ja, nice. Oh, warte mal. Ja, aber ich bin trotzdem dafür, dass wir das jetzt ändern. Ja, machen, ja, klar. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, ja moin. Hallo. Überraschung. Okay, da sind die Gegner jetzt gerade vulnerable geworden. Schönes Wort. Vulnerable ist super. Sacred Staff. In Unique. Oh, ich drück dir die Däumchen. 660 Item Power Days. Warte mal. Du benutzt doch auch Stäbe, oder? Wenn es ein Zweihandstab ist, ja. Aber da sind ja wahrscheinlich bei dir Sorcerer-Sachen drauf und nicht Druid-Sachen. Das Ding ist halt Charged Bowls, aber das müsste man doch vielleicht ändern können. Warte mal, wie geht denn handeln? Achso, sind solche Sachen dann nicht Account-gebunden? Den darf ich gar nicht handeln, der ist Account-gebunden. Ja. Frech! Das ist halt ärgerlich. Also den werde ich entzaubern. Schade, Schokolade. Aber wir wollen uns ja mal nicht beschweren, dass wir hier Unix finden. Nee. Das war Jutes. Ich finde es aber ganz schön, dass das hier... Oh mein Gott. Dass die Fliege gerade lange krabbelt. Und ich denke mir, da kommt gerade eine Spinne das Fenster rein. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen länger dauert, dass man die findet. Bisschen länger im Vergleich mit was? Ja, bei Diablo 3 hast du ja irgendwie in den Seasons direkt dein Set gekriegt und dann ging es nur noch darum, das gleiche Set nochmal zu finden, nur mit 3 Stats mehr. Ah. Also. Wieso hast du da immer direkt den Scheiß gekriegt? Du hast für die Seasons immer so Season-Aufgaben gehabt und wenn du die gemacht hast, hast du... Quasi, wenn du mit den Aufgaben fertig warst, hast du das Set zusammen gehabt, womit du gespielt hast. Ah. Ist eigentlich ein Pizza mit Clan, ja. Aber der ist voll fürchtig. Ja, ich glaube, da sind ein paar wieder raus. 135 von 150 haben wir gerade. Cool. Ja, ich kann dir sagen, also das ist hier nicht das absolute Event-Ding, ne? Aber man kann halt zwischendurch mal fragen, so, ey, irgendwie Bock auf Instanzen. Kriegst ja halt auch mehr Erfahrung, wenn du mit Leuten zusammen spielst.
Oder wenn halt irgendein World Boss ist oder so, du fragst halt mal, ist T2 oder so da. Das geht dann schon ganz gut. Irgendwer ist halt immer da. Bester Clan, schreibt gerade einer. Alter. Aber wer bist du denn? Oh, das macht rum. Nein, nicht heilen! Mach das. Auge Platz. Dungeon complete. Good job. Planewalkers Aspect. Ah ja. Ach jo, ich hatte den auf unsichtbar gestellt, weil er voll war. Also langsam muss ich mal über eine neue Rüstung nachdenken. Return to Vilek. Wo ist denn der? Ah ja, Kyoshat. Aber die ist noch irgendwie zu cool. Was macht man in dem Spiel außer Items farmen? Also wenn die Story durch hast, Items farmen und leveln. Tatsächlich. Aber Story ging echt lang, also war auch ganz nice. Okay. Mir tut halt immer weh, wenn ich so Uniques kaputt mache. Was kriegt man dafür eigentlich? Ja, da kriegst du schon die Sachen, die du brauchst, um Uniques zu verzaubern, oder? Baleful Fragments. Salvaged from and used to improve legendary weapons. Ja, mega. Ist schon notwendig, so. Also da kann ich auch Legendaries kaputt machen, dann krieg ich das auch. Ach so. Aber nicht immer. Aha. Na gut. So 142 Armor mehr ist auch ganz schön viel, ne? Ja. Hast du denn die Sachen schon auf irgendeine Stufe upgradet? Das geht ja auch noch. Nee. So Stufe 3 kannst du, glaube ich, ganz gut machen. Das frisst dir noch keine Mats weg, die du... Also siehst du ja auch, wenn du von irgendwas nur so 7 Sachen hast, dann würde ich das nicht machen. Aber 1 und 2 auf jeden Fall, 3 weiß ich gerade nicht. Das ist schon irgendwie Kackpants. Kann eigentlich auch noch was Geiles in meine Waffe packen, oder? Oh, aber Power Damage, das ist ja gut. Also. Ja, das ist lustig, wenn du dem die Quest erledigst. Guck dem danach noch mal ein bisschen zu. What the fuck? Ja, schön. Lol. Okay, also gerade während ich mir meine Items angeguckt habe, ist er halt einfach so, ist dann im Hintergrund so passiert, sag ich jetzt mal. Renn mal schon mal zum nächsten Stronghold, kannst dich dann ja gleich hinterher teleportieren, ja? Welches ist denn das? Das, was ich markiert habe. Warte. Wenn das okay ist, wir können auch noch ein anderes machen, wenn du möchtest. Ich brauche Erfahrung.
Ne, ich habe noch nicht alle Statuen, Khal Drogo. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Dankeschön, Subtree. Ja, stimmt, ich muss immer so einen Trank nehmen für mehr XP, wa? Wäre schon smart. Vergesse ich auch immer. Sag mal, wieso ist denn dein Pferd so viel... Ach, du drückst Leertaste. Ich Leertaste drücke. Alter. Genius, Motherfucker. Warte mal, wo müssen wir lang? Warte. Explore the ruins of Karayuzu. Okay, das war ja mal leggy leggy. Ach, das. Geil. Was hat das gerade gesagt? Schubst du von der Brücke? Ja, da war Damage. Der hält aber was aus. Ja, wobei doch nicht. Er rennt halt die ganze Zeit wieder weg. Ah, explodiere. Lass das. Es geht nicht nur um kleinere Zahlen und größere Zahlen. Du kriegst ja jetzt teilweise, also dadurch, dass wir noch nicht mal die höchste Stufe sind, können wir ja noch nicht mal die besten Items in-game kriegen. Also nicht mal das beste Item, sondern allein schon von der Stufe. Und so eine Harlequin-Crest finde ich schon ganz lustig. Nochmal kurz ein bisschen wegrennen wie so ein Feigling. Warte, warte. Hey! Wann ist die nächste PK? Im Chat hat eben irgendwer geschrieben, um 12 Uhr ist Capcom oder so? Ja, Capcom macht wohl was um 12, habe ich aber auch nur aus dem Chat. Deswegen weiß ich auch nicht so ganz, aber nicht für uns. Dann macht Capcom gute Spiele. Ich bin mal gespannt, ob die wieder was zum Monster Hunter oder so raushauen. Irgendein Update oder sowas. Oh, Monster Hunter 6, ja, das wäre krass. Aber die haben doch gerade erst für, ich glaube, die anderen Systeme hier Rise rausgebracht, oder? Gab's da schon die Updates? Also irgendwie ein DLC, sowas wie... Wie hieß denn das nochmal? Winter irgendwas, Eis für Monster Hunter World? Ich denke mal, sowas kommt zuerst. Sunbreak. Rise ist abgeschlossen. Ja, okay. So, meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt bis morgen früh. Ciao, Ciao Bram. Schönen Abend noch. Tschüss. Viel Spaß noch. Danke. Ja, was ist denn hier los? Jetzt kommt der nächste da an. Die wiederbeleben ja auch die ganze Zeit die blöden Schamanen-Wichser. Mit euch. Ha! Der ist explodiert, hat mich nicht getroffen. Also. Ich hab hier eine Quest. Dann können wir nochmal zurückgehen. Hier muss ich noch irgendeinen Infernal Spire kaputt machen. Nehmen wir stark an, dass du die dann schon längst gemacht hast. Das ist. Also da muss ich auch hin, weil das ist die Quest für hier, das Stronghold. Achso, lol. Was habe ich denn hier für eine Quest? Search for Tuji in the Ruins of Karak. Oh, da habe ich mir so einen abgesucht. Das ist hier. Das
Ich dachte, das liegt irgendwo rum, das musst du irgendwo raus und das ist eine Puppe. Ja, Leute, das sah gerade aus, als wäre da so ein Reh. Okay, ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben, ey. Da bin ich ja auch rumgelaufen wie ein Blöden. Ja, so weißt du, vor allen Dingen immer geil, wenn du dann noch währenddessen eine Serie guckst und dann irgendwann... Wo ist der Scheiß? Ja. Ah, Tucci ist eine Ziege. Okay. Ja, okay. Mäh. Ach, das war das. Hier gab es aber auch eine Quest, wo du irgendwie so eine Puppe holen musst, die irgendwo rumliegt. Hört ihr jetzt mal auf, um mich zu schießen? Das ist voll praktisch, dieses Crowd Control mit dem Eis da bei dir, ne? Ich helfe erstmal bei dem Spike hier. Nicht bei dem Spike. Bei dem Gegner. Ja, ja, mach das mal da fertig. Hört sich ja wie Gollum oder so. Ja, ist voll gut. Ganz gute Arbeit von den Leuten. Oh, weg mit dir. Ja, diese Wiederbeleber sind so frech einfach nur. Da höre ich schon die ganze Zeit dieses blöde Rascheln. Wo sind die? Ich sehe sie nicht. Da hat er sich versteckt. Er hat sich voll versteckt in dem Ding drin. Komm da raus. Ich bin nicht dran. Oh. Okay, ich bin einfach durchgerannt. Investigate the disturbance at the mine, okay. Kann mir schon vorstellen, was da ist. Ja, Gegner. Naja, scheiße, ich muss jetzt diesen Trank nehmen. Ja, hab ich auch vergessen, ich schmeiß mir den jetzt auch ein. Was haben wir denn? Hab ich genommen. Ja, Evade erhöht. Den hab ich ja auch. Ja. Once you die. Das glaube ich nicht. Utulku. Lülümär. Machen wir die anderen Viecher hier schon mal weg. So, Ululum, wo bist du? Almost wait a moment. Okay, komplett drin stehen bleiben geht doch nicht. Sagen. Gut hier mit eurem Fernkampf. Ja, er ist down, down, down. Dann werden wir da drin stehen, ist mir egal. Also komplett drin stehen bleiben kann ich ja nicht. Dann machst du das Aua. Nee, das war jetzt auch nur ausnahmsweise, weil der eh gerade down war. Aua, aua. Kommt raus. Ja, mach's halt durchgehend, du Ficker. Ich hau dich da jetzt durch. Ich kill dich gleich. Schön, dass es auch immer so schön blinkt die ganze Zeit. Ja, das ist halt auch so ein Ding, was Diablo echt ganz gut kann, dass du... Das ist halt einfach auch so ein bisschen lehn dich zurück. Ist so wie Yoga. Für Leute, die keinen Bock auf Yoga haben. Das ist halt so ein bisschen... So eine Kur. Ja, nur ist wie so eine Kur. Fürs Kopf, für den Kopf. Tornado will seek up to 6 targets. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal umdingen soll. Oh. Mag es Junk. Meditativ, Peter, wolltest du sagen? Nee, ich wollte sagen Yoga für Leute, die keinen Bock auf Yoga haben. Viel was. Oh, Paragon Point, nice. Hier gibt es dann ja auch so Sidequests und alles drum und dran. Schade, dass man nicht unendlich viel Sidequests annehmen kann, finde ich übrigens. Ja, auch schade. Faces of Moon hast du wahrscheinlich gemacht, ne? Ne, die habe ich gerade angenommen. Ach, die hast du auch nicht.
Nee, Quests, also so Nebenquests habe ich noch nicht viele gemacht. Ich weiß auch nicht, ob die sich lohnen überhaupt, ob das sinnvoll ist. Naja, die lohnen sich am Ende halt für das Reno und du kriegst halt, warte mal, 4, 8, 12, 16, 20 Paragon Points. Noah ist auch dazugekommen, der kleine Lutscher. Also mal rübergehen? Ja. Nice. Okay, vielleicht will er auch einfach nur mitzocken, ohne mit uns zu reden. Was okay ist. Warte mal, der ist Level 61? Hat er schon Zweitcharakter? Wie Zweitcharakter? Wie kommst du denn jetzt auf Zweitcharakter? Ich dachte, der vom Level noch höher. Ach so, ja. Der kann sich ja nicht Lappen, zurückstufen. Noah, ey. Was ein Lappen. Nee, ich hab gedacht, der wäre, hallo. Also... Hallo. Hey, Noah. Hast du schon Zweitcharakter? Nee. Achso. Warum? Ja, weil ich im Kopf hatte, dass du irgendwie noch höher vom Level warst, aber dann war das nicht. Nee, ich hatte leider am Wochenende, also was ist leider, ich hatte am Wochenende nicht so viel Zeit. Dann habe ich das schon. Ja, ich kann das schon verstehen, das ist schon mal scheiße, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja, die Frauen. Peter hat's verstanden. Aber ich habe jetzt heute, ich habe heute Morgen erstmal mit Sepp gespielt. Heute Morgen? Ja, moin. Und habe jetzt so mal mein Bild komplett neu gemacht und bin mega unzufrieden. Geil. Aber was soll's. Vielleicht kann ich's auch einfach noch nicht. Ich okay, Peter, win next. Ja, ihr macht die Nebenquest hier gerade. Achso. Hallo, Chat. Was müssen wir denn hier machen? Chat, für die Leute, die Noah nicht kennen, er ist ein Freund des Hauses sozusagen von Pete's Meat, ist immer gerne dabei, wenn es um Tarkov geht und jetzt bei Diablo auch immer relativ viel am Stissel. Alles, was Sucht beinhaltet. Außer Drogen. Keine Drogen, Leute. Keine Macht in Drogen. Und nämlich, dass Bayern drogenfrei bleibt. Oh, da kommen einige. Nice. Alle zu mir, zu mir. Finde ich aber auch geil. Alles, was süchtig macht, außer Drogen. Per Definition sind es doch dann Drogen. Was warst du nochmal für eine Klasse, Noah? Habe ich schon wieder vergessen. Bin Rogue. Ah ja, Rogue, genau. War bis heute Morgen noch ein Trapper Rogue. Jetzt Flurry. Nee, jetzt bin ich auf Penetration Shot. Ah, Penetration Shot, ja. Finde ich gut. Ich brauche noch 3 von diesen Kackdingern. Ja, ich brauche noch 10. Aber da unten sind ganz viele Gegner. Ja, da unten ist irgendein Event. Lass das mal machen. Pferd hat aber auch keine Durchsetzungskraft hier. Ja, wenn du schnell reitest, dann kannst du einfach durchrennen. So, hier. Corrupted Growth. Wie springt ihr da rüber? Ich schaff das. Einmal mit von 10. Leertaste. Genius, Motherfucker. Das ist voll die Umstellung. Christian muss auf Leertaste springen. Geht gar nicht. Okay, aber Bones sollten hier genug liegen. Ja, ich bin durch. Destroy the enemy structures. Okay. Was macht ihr denn gerade so Schönes? Hier das Event. Wir haben erst die Ubisoft PK gesehen. Weiß nicht, ob du da schon online warst. Nee, ich hab die verpasst. Die war ganz cool. Oh ja, Star Wars. Ja, Star Wars. Star Wars sieht sehr nice aus. Sieht gut aus, zumindest. Sieht richtig open-worldig aus. Wie, also es hat Sachen von GTA, von Far Cry, von Freelancer. Freelancer, genau. Es gibt Online-Kampf natürlich. Wie online? Nee, Weltraum. Weltraum, ja. Sehr gut, Peter. Ich meine Weltraum, nicht online. Weißt du, Weltraum ist für mich... Das Vernetzte. Das war bei Elite Dangerous das Schlimmste für mich. Leute, die einfach ankommen mit ihren Overpowered-Dingern, dreimal auf die schießen, dann bist du tot. Wir haben 55 Sekunden, um den zu killen. Hinterher! Okay. Ja, das schaffen wir. Okay, war ziemlich easy. Und jetzt gerade spielen wir einfach noch so ein bisschen hier. Warte mal, wir sind zu dritt. Wir könnten da Champions Demise gleich mal machen. Erst gehen wir zurück, Quest abnehmen. Was ist Champions Demise?
Ein Dungeon. Ein Dungeon, der aber speziell ist. Ja, Jay meint, die Monster Density ist da sehr hoch und dann rennt einfach. Also jeder rennt dann in seinen eigenen Wing. Du kriegst aber trotzdem noch die Erfahrung und gibt wohl sehr viel darin. Okay. Also Erfahrung. Wir sind neue Monster gespawnt, ich konnte mich nicht teleportieren. Ah, ich trinke schon Ale, Peter. Ja, ich bin neidisch. Oh. Gibt einen besseren Dungeon mittlerweile, sagt Sven, der alte Min-Maxer. Das finde ich aber auch schön. Dann keep your secrets und schreib nicht dabei welchen. Ja. Nee, er wollte einfach nur kurz ansagen, dass er okay. Besser weiß. Welchen denn? Ruins of Eridu. Erida. Wo ist denn? Ruins of Eridu klingt nach Dry Steps oder so. Da finde ich auch, dass das man hier auf der Map machen. Nicht suchen kann, das finde ich auch blöd. Jedes ja. Mal musst du die... Ganz unten rechts. Ganz unten rechts. Faceless Shrine ist ganz unten rechts. Also bei Havizar. Goa Ruins. Leverant, ah, da, Ruins of Eridu. Ich hab markiert. Da ist das, okay. Oh, da war ich auch noch nicht drin. Ach, für fucking Necromancer. Okay, das habe ich noch nicht mal freigelegt. Ja, ich pop mich mal hin, dann kannst du den... Dings fahren. Braucht Diablo 4 eigentlich eine gute Leistung vom PC? Ich glaube, wenn du dir... Also wenn du die Frage schon stellst, dann wirst du wahrscheinlich auch nichts dagegen haben, mal auf Mittel zu spielen. Ich habe es jetzt auf dem Laptop installiert, da ist eine 2080 oder so drin. Damit plane ich das im Urlaub zu frönen. Also ich habe eine 1070 Ti und das läuft auf hochflüssig wie Butter. Ach, guck mal. Gerade auf Steam gesehen habe, bin ich damit am unteren Ende von Starfield. Okay, danke. Ruins of Eridu. Ja, aber das Konzept müsste gleich sein. Trank einschmeißen. Und dann macht jeder einen Wing. Das ist voll der gute Aspekt hier für meinen Dude. Ich muss ganz ehrlich sagen, um Aspekte habe ich mich noch so gar nicht gekümmert. Ne? Wenn die so halbwegs Sinn machen, dann habe ich die draufgelassen. Jetzt alle heute geholt für... Das, für dein neues Ding, was du scheiße findest. Nice. Ich habe noch ein Empty Socket auf dem Ring. Habe ich noch einen Kopf dabei? Ne, schade. Winds of Eridu hat einen Penis-Layout. Das ist nicht gut für drei Leute. Ja, okay, aber du kriegst ja trotzdem mehr Erfahrung. Theoretisch wäre viel sogar besser. Wo ist Peter denn jetzt eigentlich? Warte, ich habe mich zu dir teleportiert und lauf gerade rüber. Ach so, ich... Ja, okay. War mit dem Inventar. Ja, hätte auch was sagen können, wa? Das ist gut. So weit ist das ja nicht. Blümchen. Oh, warte mal. Vielleicht habe ich hier Nightmare Key für. Oh, ich guck auch mal. Wie heißt der? Was kommt denn jetzt? Ruins of Eridu. Conclave, Preserve, Cordragan. Nee. Ich hab keinen. Nee, ich hab auch keinen. Aber ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Gibt keinen Nightmare für den Lautchat. Ach, guck mal. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Ja, du kriegst dann so einen Schlüssel und dann kannst du, wieder also, WoW gespielt. Also hier in, einen kann ich dir mal vorlesen. Dann kriegt der Dungeon so Affixe. Also du darfst dann in dem Dungeon 12 Mal sterben. Also 12 Revives sind erlaubt. Dafür hast du zum Beispiel 20% mehr Goldfeind. Dafür gibt es dann aber auch Blitze, die dich die ganze Zeit von oben beschießen. Und die Monster attackieren 20% schneller. Und damit levelst du deine Glyphen am Ende. Ah. Ja, das vermisst du rein. Danke, Dominik, ja, fürs Angebot. Ich muss mir aber erst nochmal, glaube ich, online Guides zu Gemüte führen und dann
Läuft das schon mal. Ich habe einen EP-Trank getrunken. Oh, danke schön. Ja, wobei meiner läuft noch. Ja, ja, also genau. Ich habe, weil gerade einer gesagt hat, trink einen EP-Trank. Meiner ist auch noch, also ich habe vorhin eingetrunken. Minuten. Vielleicht hat er das nicht mitbekommen. Ja, einen ganz 10. normalen Trank, oder? Ja, ja. 5% Erfahrungspunkte. Ah ja, okay. Mehr als 10 Minuten brauchst du für so eine Höhle meistens sowieso nicht. Erst Minuten. Ja. Und hier ist jetzt einfach gut, dass du viele Gegner hast, ja, und dadurch viele kleine Gegner nah beieinander normalerweise, die explodieren schön. Und weiter geht der Spaß. Ja, ich fand ein bisschen krass, also pass auf, wenn du so einen Nightmare Dungeon machst, dann kriegst du von diesem Dungeon den Schlüssel in einem Tier höher. Also wenn du den auf 1 machst, hast du danach den Schlüssel für Tier 2. Was ich bei Jay ein bisschen krass fand, war, dass er teilweise Schlüssel auf Tier 43 hatte. Wie oft hat er die Dungeons gemacht? Ich hab, du kannst die auch craften. Ach so, okay. Ja, dann ist ja gut. Kann ich noch nicht, weil ich glaube, geht erst ab einem bestimmten Level, oder? Ab 50. Wait, aber ich bin 50 und ich kann halt nicht. Weltenbaum-Quest und danach bekommst du die... Ich habe aber keine Quests mehr. Also die Whispers für den Baum haben wir auch schon gemacht. Level 3 Nightmare abschließen. Ah, ja dann. Das habe ich noch nicht gemacht. Alter, hier geht's echt richtig rum wie die Katze, Alter. Rubbel den Bär. Mann, wieso drück ich denn immer auf E für irgendwelche komischen... Ich muss hier gleich noch einmal durchrennen und alles aufsammeln, was schon gedroppt wurde, ey. Was soll ich mal machen? Slay all enemies, so wir haben einen vergessen. Was war denn für ein Schrei? Oh, das war der, der gesagt hat, wait, I beg you. Ich glaube, der ist gestorben. Oh, sorry for that, bro. Guck mal jetzt, man, das wird hier alles aufs nächste Level gehoben, Alter. Also. Zum Farmen in dem Dungeon soll man nur die Elites im ersten Teil killen und dann den Dungeon resetten. So wird das hier quasi... Bin Max. Ja, aber ich hatte den, ich hab den hier auch noch nicht abgeschlossen, Freunde. Also das würde ich schon ganz gerne auch machen. Ja, ich hab den auch nicht abgeschlossen. Also lass das gerne machen. Also ja, später machst du nur die Elites, aber überleg doch mal, Peter hat doch gerade erst den Modus freigeschaltet. Der hat doch hier potenziell noch super viele Items, die dem helfen können. Also das ist jetzt nicht so, dass ich hier alles wegschmeißen kann, weil ich auf Mode fällt. Wieso tradest du mich an, Junge? Ja, Entschuldigung, ich komme die ganze Zeit, ich weiß nicht warum, wenn ich 3 drücke, komme ich die ganze Zeit auf E. Hat ein Angebot, das du nicht ablegen kannst. Nee. Ja, wow. Was? Alter, rechts nach links geschossen mit den Explosionen, ey. Sag, bin ich schon fast wieder gestorben. Schnell weg. Ja. Gibt's eigentlich diese Journals, die man aufsammelt? Sind die auch irgendwo nochmal gespeichert, damit man die sich nochmal angehören kann? Nicht, dass ich das weiß jemals machen werde, aber... Ah ja, perfekt. Hier, gib mal Protection, komm schon. Gib, gib! Ach nee, das ich war der... Ich hab ja heute Morgen mit Shrine. Sepp, oder heute Mittag, mit Sepp... noch Albtraum Dungeons gemacht. Ich habe gedacht, wir testen mal die Level 19er. Und dann ist da so ein so ein Schwein, was einfach loscharged und nicht bonnet wird. Das war aber auch ein bisschen krass, ey. 90er dann, so weit seid ihr aber noch nicht. Nee, 9, 19. Achso, 19. Ja, die bonneten aber auch schon gut. Also, Sepp ist geplatzt. Achso, Nightmare ist dann T4 oder was? Nee, nee, Nightmare ist das, was wir hier mit den Schlüsseln. Achso, das war das mit den Schlüsseln, Entschuldigung. Okay, alles klar, ja. Alter, hier gibt es so viele Systeme, ne? Das ist insane. Mhm. Und so, ja, ich habe zwar WoW gespielt, aber nie irgendwie irgendwas mal mit Nightmare diese gemacht. Mythic Dungeons und so habe ich auch nicht gemacht. Ja, damit konnte man es halt am besten vergleichen. Also, aber wann kann ich denn hier mal diesen Schrein anklicken? Nee, wie viele Gegner kommen denn da noch? Wir schaffen es zeitlich nicht. Wie langsam waren wir denn, ey? Achso, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir den Schrein. Mega, jetzt sind alle Gegner tot. Da hieß noch einer in der Ecke. Ja, schnell drauf. Er kann das nicht tun. So, wir dem haben wir gegeben. Boah, Alter. So. Deswegen, so viele Gegner sind super. Die explodieren von sich aus schon. Und wenn die noch gefrostnovert sind, geben die Frostnovert nochmal weiter. Ja, dann ist gut. Kleine. Ach,
geil. Hab genau richtig meine Ulti gezogen. So, jetzt können wir da oben hin. Ja, ja. Ich glaube, das ist egal, wo wir lang gehen. Ah, hier liegt noch Gold. Ich bin mega schnell gerade. Freut euch auf Final Fantasy 16. Also, ich würde mich nicht verhypt nennen, so gar nicht, um genau zu sein. Also, ich fand Final Fantasy 7 halt vom Kampf nicht geil, aber 15. Und jetzt ändert sich ja der Kampf auch komplett zu Action. Und das ist von dem Devil May Cry-Macher. Und deswegen fände ich das schon wieder sehr interessant. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Das könnte auch cool werden. Ich werde das auch ausprobieren. Mhm. Aber Hype habe ich jetzt nicht. Deswegen, also ich bin da guter Dinge. Ja, das finde ich nice. Das kommt doch jetzt auch schon bald. Ja, nächste Woche? Ja, wir sollen das alles spielen. Jetzt eine Demo. Ja, irgendwie sowas. Ja, stimmt, Ich muss die Demo mal ausprobieren. Ich glaube, da wird tatsächlich der Fortschritt auch übertragen, wenn ich das richtig gelesen habe. Oh, das ist so der Prolog, 2 Stunden Gameplay ungefähr vom Prolog. Und wenn du das durchgespielt hast, kannst du das einfach dann weiterspielen im Spiel. Ja, das Kämpfen interessiert mich halt. Also, ne, die letzten Male war halt immer so ein bisschen Taktik und ein bisschen Action, aber das hat irgendwie dadurch dieser Halb nicht ganz gefruchtet bei mir. Wie ist denn das? Ach, scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Wie ist denn das? Ja. Irgendwas mit Final Fantasy. Hm. Demo. Ah ja, genau. Gibt's das auch für den PC? Das wollte ich fragen. Weiß ich gar nicht. Stimmt. Slay the Banes of Eridu. Wo sind die denn? Da. Wir sind so langsam jetzt in dem Zeitalter der Konsolen angekommen, wo die neuen Releases dann auch irgendwie nur noch 30 FPS unterstützen. Und damit ist meine Zeit mit meiner geliebten PlayStation 5 zum Ende gekommen und ich werde wieder konvertieren. Ja, das bei Starfield halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, also PC, ich habe aber auch ein bisschen Angst, weil, weißt du, wie am Anfang die Bugs immer da waren, dass wenn das dann auf 60 Frames oder mehr lief, das Spiel zu schnell war. Ja, also meine Leitung ist immer ganz schnell runtergefallen und... Scheiße, nur für die PlayStation 5 sogar erstmal. Ja, Alter, wird das wohl einen 60 FPS-Modus haben? Ich meine, Final Fantasy 15 hatte auch einen, also die Chance ist da. Wieso wurde ich hier hinten verheißt? Wollen wir in der Beta gucken, ne? Ja, Starfield hat schon bestätigt, 30 FPS, ja. Der zackt auch schon richtig. Aber wer will denn, also, natürlich gibt's Leute, die Starfield auf dem Bildchen wollen, aber da kannst du doch nicht modden. Das ist ein Bethesda-Spiel. Ja, ja, das stimmt halt auch. Aber, naja, gibt halt viele, die nichts. Das erste Jahr wird ohne Modden das Spiel wahrscheinlich gar nicht starten. Ja, da habe ich auch noch ein bisschen Angst vor. Aber es sieht halt sehr umfangreich aus. Ja, Todd hat uns ja überzeugt mit seiner gespaltenen Zunge. Aber Jay nicht. Jay wurde nicht überzeugt. Er hat uns heute Morgen erzählt, der glaubt, das wird kacke. Das wird ein Reinfall, hat Jay gesagt. Ja. Ah, es ist halt... Ja, aber das ist... Ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass das ein Reinfall wird. Oh, was machen wir denn hier? Ich hoffe, dass Microsoft den gut in den Arsch getreten hat. Survive the Ritual. Slay enemies in the Ritual Circle. Ja, hier, du sollst mal herkommen. Ja, jetzt gibt's genau hier scheiß Poison, oder ist das von euch? Nee, das ist meins. Wie kann das denn sein, dass wir noch keine 2 Gegner hier drin kaputt gemacht haben? Da waren doch 2. Hä? Slay enemies in the Ritual Circle to summon Sanguine Champions. Hä? Wir töten die doch hier gerade. Ja, mehr. Boah. Okay, wir haben einen jetzt irgendwie gekillt. Ja, das war der Champion direkt. Das waren nicht die kleinen Gegner. Achso, aber. Ja, dann soll die doch mal hier reinkommen. Ja, danke. Wir haben 13 Sekunden noch für den. Nein! Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. 7, 6. Ich kann gerade nichts mehr zünden. Ich habe eben schon. Ja, guck mal, easy. Alle Zeit der Welt mal über. Alter, hier passiert viel auf dem Bildschirm. Na komm hier. So. Event complete. Murmuring Orbs. Oh ja, stimmt, ich habe keine mehr. Oh, ich bin voll! Da ging schnell. Inventar ist auch voll. Ich will mal kurz kaputt machen. Dann Uff in der Stadt. Ach stimmt, ich bin auch voll. Ich
Oh, der war maximal unübersichtlich. Du kannst deinen Charakter hervorheben lassen. In den, ich glaube, Accessibility-Einstellungen oder so. Irgendwo ging das. Aber den Cursor, den hätte ich gerne hervorgehoben. Die Maus. Die verliere ich sehr häufig aus den Augen. Minus 200 Damage. Minus 400 Schaden, ja genau. Cursor geht größer? Lol, was? Als ob. Oh, der könnte echt mal größer sein. Als ob? Ja, den verliere ich halt so häufig. Ja, ich auch. Aus dem, als wenn man den größer machen kann. Sharpen Image. Cursor Scale. Ja, guck mal. Small, Medium und Large. Hä? Ist der jetzt echt größer? Ein gutes Anzeichen, wenn du das fragst. Ja, ja, der ist definitiv größer, aber ich glaube, ich habe mir direkt Large. Yo, Large ist... Yo, moin. Größer als der Kopf. Ja, danke, Chat. Ja, das ist echt cool, danke, Chat. Es wurde aber auch schon 1000 Mal geschrieben. Ja gut, wir müssen auch relativ viel auf den Bildschirm gucken. Sorry, dass wir das 1000 Mal übersehen haben. 1000 Mal das übersehen. Das klingt ein bisschen übertrieben vielleicht auch die Aussage. Ja, okay. 1000 Mal ist nichts geschehen. Oh Gott, ja. Was sind denn hier so? Ich habe hier so Sachen gefunden. Touch ja? Flash, Sacred Rare Glow, Gloves. Die haben ein Schloss davor. Schloss? Wieso haben die ein Schloss davor? Also quasi auf dem kleinen Item-Symbol unten. Wo bist du denn da? Wo ist denn da das Schloss? Da. Level zu hoch. Ach so. Also requires Level 61. Oh, ja, das ist ja perfekt für mich. Natürlich hast du schon Level 700 irgendwas gefunden für Level 61. Scheiß die Wand an, Alter. Dreckspiel. Ich mach mit deiner Mutter 69, Junge. Ach so, wir können mal hier Nightmare Dungeon können wir eigentlich mal machen. How can I help? Come back if you need the forge. Moment, wir müssen den Dungeon erst noch zu Ende machen, oder? Haben wir doch. Wie ja, habt ihr? War doch das Ende. Oder sind wir jetzt einfach... Ja, doch klar, war doch beendet und wir sind verkaufen gegangen danach. Aber okay, dann muss ich nochmal kurz da reingehen. Also habe ich oder überhaupt nicht mitbekommen, oder? Dass das Ende war, ich Dulli. Water, jetzt bin ich verwirrt. Ach, du hast das... Ach so, das ist das, was Noah weggeschmissen hat. Aber da... Ruins of Eridu, du travel to the layer of Riser. Deswegen ist das schon Level 61. Hoppala. Aber bei mir ist er noch nicht vorbei. Also ich komme auch mal zurück. Jetzt bin ja, ich komme auch zurück. Ich muss gerade nur meine Truhe hier machen. Wir haben das Event zu Ende gemacht, ja, aber den Dungeon noch nicht. Leute, ey, was ist los? Gab's da noch einen Weg? Ah, da oben. Aus Nightmare Dungeons darf man gar nicht zurück in die Stadt, krass. Oh Gott. Nee, ich bin bist du resettet. Ich werde sterben. Heute viel gesehen habe, ist der Trui, dieser Tornado-Trui, das aktuell anscheinend sehr beliebt. Ah, ist der stark aktuell? Der ist sehr stark anscheinend. Der ist jetzt auf einmal ST auch gewesen. Durch. Ja, spielen nur die Noobs. Pulverized Druid? War das? Frechheit! Die von der Stärke. Der Tornado-Druide scheinbar. Ja, der war in Diablo 3. Also in 2 war der auf jeden Fall stark. Oh mein Gott, ich renne das. In 2 Resurrected war hier Mage Druid richtig krass. Ich habe sowieso aber in Diablo 2 immer das Gefühl gehabt, dass alle Klassen, die irgendeinen Mage-Kram können, krass waren. Tornado-Druide funktioniert nur, wenn man zwei bestimmte Items findet, okay. Ja, moin!
Das ist das Einzige, wofür mein Bild gut ist. Ich mache einmal Darkness auf die und wenn einer stirbt, platzen die. So, das heißt, wir sind alle AOE, ja? Ja. Ich bin auch Single-Target. Ah, du bist auch Single-Target. Also ein bisschen Single-Target habe ich auch mit meinen Giftpfeilen. Das ist ja das Schöne, bei dem Mage kriegt... Also ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ihr kriegt meine passiven Fähigkeiten in der Gruppe. Ja, also, die Dinger explodieren dann, ne? Genau, wenn was explodiert, wenn das stirbt, kriegt ihr das auch. Lol, du bist ja hässlich. Ja, was kommt wieder dafür? Oh ja, kommt mal an zum Boss. Dankeschön, Pops Brownski. Du verschickt Subs. Dankeschön. Ich stehe schon wieder die ganze Zeit in der Suppe drin. Viel Spaß mit deinem Diablo-Pferd. Wieso drücke ich denn schon wieder in? Was hast du gespielt, wo du so viel E brauchst? Ich habe auf 3 meine Ice Armor. Ah. Jetzt haben wir den Spaß fertig gemacht. Greetings. Geil, Sacrificial Aspect, der für den Necromancer ist. Mega. Smoky, Toby und Nikolas haben ihn nachgelegt. Dankeschön. So, was habe ich denn eigentlich für Keys? Ich glaube, den Max-Key, den ich euch anbieten kann, ist Stufe 2. Das wäre aber ganz schön, weil dann... wir müssen 3 machen. Hast du noch einen 3er oder höher? Ich könnte 14 machen. Schaffen wir 14? Ich glaube schon, ja. Na, dann lass doch 14 machen. Dann können wir nämlich auch direkt craften. Also ich habe auch noch nie. Was ist hier los? Was ist mit den Gegnern, die so ein lilanes Auge über sich haben? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist eigentlich vom Schurken Inner Sight. Ich weiß nicht, ob das für die auch was ist. Oh, stimmt. Aber der Schurke hat Inner Sight, da kriegen die so ein Auge über sich und wenn ich die dann fokussiere, bekomme ich unendlich viel von meiner Ressource. Bei 14 sind die Gegner Level 68. Oh. Also so bin ich aber noch nicht vom Level, mein Freund. Was? Achso, ja, aber die... Ja, wir können auch 10 machen. Lass mal mit 10 anfangen. Dann wenn wir das easy schaffen, gut. Können wir ja 16 machen. Fire Damage. Ich würde aber vorher die Taschen leer machen, weil... Das ist doof, wenn man da... 20, nee, die nicht. Die sind immer 54 Level höher als der Key. Lol, echt? Weiß. Okay, wir machen jetzt so ein Nightmare-Ding, oder was? Mhm. Nice. Muss nur mal sagen, worauf man da aufpassen muss. Ich mag's. Also was. Ich bin halt Nahkämpfer bis jetzt gewesen. Es gab so Explosion. Das war nicht geil. Weil die Dinger einfach geplatzt sind. Also die Viecher explodieren. Oh, das killt mich jedes Mal. Oh nein. Ja, easy. Muss man halt drauf aufpassen. Ach, Khordragan. So niedrig sind die eh nicht so schlimm. Ich glaube, Khordragan habe ich. Oh. Also jetzt darf ich nicht sterben, oder was? 12 Mal darfst du. Wir dürfen insgesamt 12 Mal sterben. Ach cool, ich habe einen Skillpoint bekommen. Nice. Moment, wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich mich gleich zu einem teleporten? Ja, ich gehe hin, dann kannst du porten. Hin und wieder hast du auch einfach mal so ein Pferdeskill mit dem Inventar. Ja. Aber ich weiß nicht, woher. Ja, weiß ich dann auch nicht. Aber hey. Oh, ich muss mal mit. Wo bist denn du jetzt hin? Ach, da. Ja, lauf du mal. Ich lauf mal. Ich sag euch Bescheid. Boah, schon 10 Uhr. Ja, der ist ja cool. Wir machen jetzt noch den Dungeon und dann geht Peter ins Bettchen. Teleport. Bist du schon da oder was? Nee, noch nicht. Und jetzt? Noch kurz. Ihr könnt auch häufiger sterben, solange ihr euch gegenseitig aufhebt. Ach, guck mal. Achso, genau. Aufheben. Also, stimmt, die Revives, das ist das, was limitiert ist. Ich bin da. Das kläre ich immer. Ganz schön lange gedauert. Ja. Wait, wieso hat Peter ein anderes Portal benutzt als ich? Wait. Ich habe das rechte benutzt, du das linke.
Ja, war Kontrolle. Aber beides das Richtige. Ah, ja klar, die sind ja anders angeordnet, weil du hast ja deins an einer anderen Stelle. Macht voll Sinn. Hier, jetzt noch mal ein Tränkchen einwerfen. Stimmt, sehr gut. Increases Fire Resist. Was gibt es denn hier? Poison? Lightning? Weißt du das? Poison. Ah, Poison ist eklig, dann nehme ich. Okay, Poison, wo ist hey, Poison? Oh, let's go. Ach, Lightning ist was, wo wir uns aktiv drum kümmern müssen. Ja, 5%, also... Halloween. Ich hab's gedacht, wir sind wieder draußen. Okay, Revise Remaining 12. Was müssen wir? Activate the Gate. Hey, Wien! Ah, da kommen die Blitzjes. Ah, darum steht's ja auch. Monster Deal Additional 22% Physical Damage Deal ist Burning und Monster ist 75% mehr Damage to Barriers? Oder das heißt, meine Ice Barrier ist nicht mehr so effektiv. Ah, das ist auch eine Barrier, okay. Das ist ganz geil, weil... Weil da habe ich viel Leben. Horror Archer. Ja, schön. Oh, hello. Oh, willkommen. Ich kann nichts auf dem Boden erkennen. Aber ich sehe meinen Cursor, Freunde. Danke, Chat. Ja, ist echt gut. Ich habe mittlerweile auch wirklich diesen besser. Outline. Also ich bin jetzt die ganze Zeit grün, damit ich mich wenigstens sehe. Oh. Okay, so einzelne Gegner machen jetzt gar keinen Sinn mehr. Kann man den Großteil auch echt nicht ignorieren, solange das keine Quest ist, von wegen töte jeden einzelnen Gegner hier im Dungeon. Ich brauche halt jetzt mit, also jetzt Gruppen, damit die explodieren. Ja. Einzelgegner dauern halt jetzt tatsächlich auch länger als Gruppen. Ja, was wir machen müssen, ist Gate Control. Okay, hier sind Sachen. Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott! Aber ist alles cool, ich bleib einfach hier liegen, ihr macht ein bisschen die Gegner und dann hebt ihr mich gleich auf. Vorsicht! Catcher macht am meisten Spaß. Keine Ahnung. Gott. Guck mal, was man selber mag, ne? Magst du lieber Nahkampf oder lieber Fernkampf? Fernkampf stehe ich, habe ich noch nicht gespielt. Stelle ich mir echt schwierig vor. Weil jeder halt macht das Vorsicht. Weil halt teilweise wirklich Arschlochgegner gibt, die dich dann die ganze Zeit im Nahkampf behaken. Dankeschön. Natürlich. In den Nightmare Dungeons gibt es aber öfters mal so Elite-Gegner, wo dann so eine Barrier um sich rum haben, wo kein Damage von außen bekommen. Mal so ein paar mehr Tränke fallen lassen wäre nice. Das geht eigentlich. Ey, du stehst da. Genau. Ja, ich war gerade auf der Map. Ja. Wie viel hast du denn? 4 von 8 gerade. Ah, das ist auch schon 8, ja, das ist aber nice. Ah, die Core. Also, ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, außer einmal beim Boss bei hier Duriel, da sind mir mal die Tränke ausgegangen. Kann ich über die drüber schießen auf der Treppe? Oh, lol, Alter, ich bin direkt wieder. Was hab ich denn da jetzt gekillt? Ich hab da schön gestanden und Damage gemacht und ich glaube, dann war mein Ice Barrier zu Ende und dann bin ich instant gestorben. Hä? Warum ist der dann verwundbar die ganze Zeit? Wegen dem Typen da oben vielleicht? Ne. Oh Gott, ich bin auch tot. Mein Gott! Ich glaube, ich weiß, was ich getötet habe. Vorsicht, Was denn? Ja, die Explosion mit der Lava. Ja, das kann sein. Der Totenbeschwörer immer noch so schwach, nicht? Ich glaube, das ist einer der stärksten Charaktere in Game. Also wenn ihr den auf Bone Spear oder sowas oder Bone... Es gibt zwei so Bone-Skillungen. Wenn du die spielst, ist der schon ganz gut. Natürlich. Also ja, in den Nightmare Dungeons, das sind auch die einzigen, wo ich mal mit Pots am Ende bin.
Digga, wenn hier irgendwas auf dem Boden ist, dann... Ja, also am besten ist es eigentlich, wenn man sich immer bewegt. Ja, aber ich bin Nahkämpfer und je länger ich stehe, desto mehr Schaden mache ich. Ja, guck mal, gar kein Problem. Dann sehe ich das Problem. Aber dafür habe ich wenigstens halt, also ich kann ja ausweichen und wegporten. So wie jetzt zum Beispiel. Das Schöne am Wegporten ist, damit kommst du halt auch aus dem Eiskram oder so raus. Ja, das habe ich auch mit meinem Shadow Step. So, turning the wheel. Einen haben wir gefunden. Nice. Ich habe jetzt gerade so ein krasses Nightmare-Siegel gefunden. Das kommt dann wahrscheinlich später erst, ne? Was ist das denn? Das sind die, womit wir die Nightmares-Dungeons aufmachen, oder? Die. Achso, ja, ja, ja. Damit kannst du die aktivieren. Ah. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade die Runen meint oder das. Nee, also die heißen schon Siegel. Vordragan Barracks Nightmare Sigil. Okay, ich weiß selber nicht mehr, was ich aufgesammelt habe. Unter Consumables ist das vielleicht? Character Consumables. Ah, ja, das habe ich gefunden. Ja, ja, damit mit kannst Nightmare du, Sigil, yo. Ja, genau, damit kannst du die Nightmare Dungeons aktivieren. Oh, die ist auch gleich Level 12. Perfekt. Die Gul'dan Slums, Alter. Da weiß ich sofort natürlich, was das ist. Gul'dan? Ja gut, der wird dir immer markiert. So. Ah ja, okay. Oh, ich habe geklopft, aber keiner macht auf. This gate is locked. Ja, da unten. Ich hoffe, heute wird Monster Hunter angekündigt. Bleibst ja, du so lange wach? Das wäre ganz geil. Auf jeden Fall. Alter, ich bin jetzt down. Da war auch wieder ganz, ganz böses Eis. Oh, Lava. What the fuck? Oh, muss mal kurz zurück teleportieren. Wir können... ja, ich bin gerade immer weiter zurückgegangen. Geh du mal... Ich komme jetzt auch wieder runter. Ja, das ist gut. Aua. Ja, eine kämpft ja halt bei Peter rum die ganze Zeit. Was soll denn da? Einfach jetzt. Zack. So, der ist weg. Ah, fuck you. Nice try, danke. Aber der Fortschritt wird gespeichert. Ah, oh, nice, danke. Leg ihn die ganze Zeit einfach wieder hin. Oh. Holy fucking shit, ey. Da habe ich aber dumm geguckt. Ohne Glyphe, Winter. Der Winter kommt. Winter's coming. Den brauche ich gar nicht. Ich brauche was anderes. Da haben wir doch. Da müsste ja jetzt die Türchen offen sein, oder? Mhm. Ja, aber ist ganz cool, also dass die dann auch so andere Eigenschaften haben und nicht einfach die Monster nur mehr leben, sondern du auf andere Sachen auch achten musst. Mhm. Ich überlege, Diablo 2 Resurrected besteht aus, du spielst halt die letzten Akte auf Hölle nochmal. Hölle, Eis. Außer die Uber-Dinger. Das Poison ist ja von dir, ne? Ja. Das finde ich auch so blöd, dass, oh Gott, man nicht erkennen kann, ob das von dir ist oder von. Ja, der hat nämlich auch Poison. Ja, eben, der hat mich gemeint. Ich bin down. Aua. Alter, der hat gar nicht so wenig Poison. Muss mich healen. Ja, der Mensch ist. Alter. Fuck ist das hier? Oh. Boah, da bist du also gerade ausgewichen. Vorher dich aufgepiekst hat. Aufheben? Ich würde. Oh. Ja! Oh, jawohl, Feuer, heiß. Ja, dieses in Bewegung bleiben ist echt nicht mein Ding. So im Real Life und im Game beides kacke. Oh, nice. Bam. Weiter. Goldstern. Wo sind die krassen Gegners hier? Da. Scheiße. Falsche Taste. Jawohl. Alter, boah, Damage machen die aber trotzdem noch wie groß, ey. Warum denn? Ja. Also, wo dran? Ich glaube, der ist auch explodiert wieder. Aber auch wenn keine Gegner da sind, mache ich jetzt einmal Eisbarriere. Destroy the Blood Boy. 5 Stück? Ja, moin.
Da ist noch der eine Gegner bei, der bufft die anderen alle. Jawohl. Einmal rein und. Das war schön. Hab ich denn jetzt? Achso, ich habe tatsächlich eine Rune gefunden. Okay, Bane. Wie der von Star Wars. Ich bin da. Will doch nicht lachen. Ich verstehe das auch nicht. Ich check das nicht mehr, woran ich sterbe. Ja, manchmal stirbt man halt einfach. Also wirklich so instant weg. Und ich weiß überhaupt nicht warum. Bin eingefroren. Help to revive Beats mit. Ja, versuche ich. Oh oh. Eine Altersschwäche gestorben, genau. Okay, nur noch 4. Das wird echt teuer, ey. Halt. Das Problem ist, wir dürfen ja hier nicht verlassen. Wenn irgendwann unsere Scheiße kaputt ist, ist ein Problem. Ja. Weiß nicht, wie das ist, wenn man mit einer Gruppe ist. Weg, oh Gott. Ja. Jemand aus dem Chat Erfahrung, wie das ist, wenn man mit einer Gruppe ist? Was? Na, wenn man in einer Gruppe ist. Du kannst, wenn du in einem Nightmare Dungeon bist, solo, und du gehst in die Stadt und wieder zurück, dann ist er resettet. Ja, ja. Aber wie ist denn das, wenn wir hier drin sind? Da kann ja schlecht resetten. Du darfst nicht verlassen. Alter, was macht der? Oh, Eis. Eieiei. Nice, hat er sich selber gekillt. Sah ein bisschen so aus. So aus, als hätte er sich wegteleportiert. Au, 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 au. Ja, was machst du da? Wieso stehst du in der Falle drin nur? Ah ja, ich hab grad mein Headset aufgeladen. Achso. Es hat angefangen mit Hupen. Ich wollte jetzt nicht das andere Headset extra anschließen. Wenn du gerätzt wirst, verlierst du keine Haltbarkeit. Ja, mega. Ach so. Also, ja, das ist ja alles easy peasy. Gruppe spielen ist halt Cheatcode, ne? Macht aber auch Spaß, wenn alles explodiert in ganz vielen verschiedenen Farben. Ja. Da kickt der epileptische Anfall noch viel besser. Wieder raus aus. Ach komm. Oh. Ja, mittlerweile habe ich echt Respekt vor dieser scheiß Lava, ey. Ja, die Blitzdinger sind auch nicht zu unterschätzen. I need time to prepare that. Ja, aber hier ist mal 50 Pfennig für den Satz. Ja. Komm schon! Sonst. Oh Gott. Hat er sich hier durch die Tür teleportiert, der Drecksack? Hat er. Oh. Ach, du bist doch so ein. Aber die Attack-Speed, mein Gott, ich greif hier an. Chest Armor. No. Der heilt sich einfach. Oh Gott, ich muss nicht. Super, hallo. Hallo, da oben ist eine Tür. Lol, Chest Armor, schon wieder Sacred. Bleib doch mal hier, Freunde. Oh, mein 708. Lava. Deep Freeze nutze ich nicht. Vor wie vielen Tagen war der 180-Stunden-Stream? Peter, wie geht's dann im Arm? 120 meinst du? 20 natürlich. Das ist schon wieder echt eine ganze Zeit lang her, ey. Oh Gott, war das nicht Anfang Mai? Aua, aua, hilf mir, Mess. Boah, da sind sie alle geplatzt. Holy fuck, Alter. Oh. Boah, nein, ich steh drin, ich steh drin. So. Da sind die Steine schon deutlich gefährlicher, wenn da die Lava brodelt.
Ja, genau, und dein Arm, ist der immer noch weich, oder? Ja, ist oder? Bestimmt immer noch 1A rasiert. Nee, ja. Es hat nicht so lange gehalten. Das heißt, Epilieren bringt gar nicht so viel mehr als Rasieren. Naja, ich glaube das schon. Also ich glaube, so 2 Wochen hält es echt ganz gut. Ja, wow, aber dafür aber hast du Rasieren ist ja quasi nach einem Tag schon wieder weg. Ja, okay, aber... Das sah mir nicht aus, als wäre das wert. Nee. Das nächste Mal dafür einen Arm tust du dir epilieren und einen waxst du dir und dann hast du den perfekten Vergleich. Der ist okay, nice. Haben wir schon irgendwo Gegner? Weiß noch nicht wo. Da. Ja, hier. Ja. Und einer wirft ihn dann einen Ball. Oh Gott. Increased Health. Ja, am Sack. Junge. Mann, ist richtig Damage. Hier sind Gegner. Ja, ach komm. Oh Gott. Aber ich find's ganz nice. Also von der Schwierigkeit muss halt hier auch mal einen Heiltrank benutzen und nicht einfach nur so zwischendurch guckst du mal, was gerade auf dem Bildschirm hier passiert, während du Film guckst. Erfahrung ist auch okay. Ja, ich hab gleich ein Level gemacht. Exploit ist OP, sofort benutzen. Was heißt denn Exploit? Exploit ist eigentlich Systeme ausnutzen, wofür die nicht gedacht sind, oder? Ja, ich meine, aber in diesem Game, warte. Alter, ist das durchgehend mit der Lava eigentlich? Ja, das ist einer der Nightmare Dungeon. Wenn der Tab drückt, steht links, was das hier mehr macht. Achso, ich dachte, da wären Gegner die ganze Zeit. Nee, nee. Das ist Vulkanik. Ja, hier waren wir doch schon. Warum sind wir nicht da hochgelaufen? So. Also wir haben noch 2 Wege. Entweder ist der hier zu oder da hinten rechts der zu. Ist richtig. Oh. Was hier alles fliegt. Ich sehe das aber legit nicht, wenn da Lava am Boden ist immer. Ja, die Lava schon, aber also gleichzeitig ist so noch Plague auf dem Boden und Eis und... Können wir hier rechts den Vampir töten? Ach, wir haben es geschafft. Sehr schön. Hier sind noch Gegner und hier ist gerade ein Riesenfeld bei mir aufgefallen. Du kannst jetzt deine Glyphen leveln, Besa. Ja, aber ich werde hier nur angegriffen. Kann ich dann einfach zumachen und später... Wofür ist eigentlich diese Riesenbubble, wenn die Gegner hier drin nicht automatisch sterben? Wir trinken keinen Damage. Glyphe, ja, Exploit ist eine Glyphe im Paragon, okay. Also die Glyphe, die du als Safe benutzt, kannst du halt jetzt leveln. Ja, keine Ahnung, welche ich Safe benutze. Alter, als ob ich jetzt noch gestorben bin. Alter, also, kriegt der überhaupt Damage? Ja. Da heilt sich die ganze Zeit. Ich krieg keinen Damage drin. Achso, ja, stimmt. Ja, aber der hat auch vampirisch. In der Bubble ist man immun, lol. Okay, wo kann ich denn jetzt meine Glyphe bumsen? Halt. Leveln. Würde ich auch gerne wissen, wo man das macht. So, alles weg. Ja, du klickst da in der Mitte auf den Schein. Achso, da muss ich draufklicken. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Dabei weiß ich doch noch gar nicht, was ich hier will. Dominate, Exploit. Exploit hat der Chat gesagt. Exploit muss ich auch nehmen. Aber ich gehe gar nicht auf Dexterity. Ich glaube, es geht um den zweiten Effekt. Ja, Vulnerable, ja. Upgrade Glyph. Bei Nightmare Tier. Ich schau in meinen Guide. Let's bei go. Nightmare Tier 1 bekommst du halt 4 XP. Ja, yeah, genau. Wie viel haben wir jetzt bekommen? 40. Oh. Ja, das war nice. Item-technisch zwar nicht ganz so krass, aber Okay, Exploit ist ganz oben auf der Nummer 1.
Meinten die Leute das vielleicht mit, man muss den Exploit nutzen? Ja. Hast du Exploit denn schon gefunden? Zumindest kann ich es upgraden. Kann ich hier nur Sachen upgraden, die ich schon gefunden habe? Ja, ja, dann hast du schon gefunden. Konnte ich sogar zwei Level upgraden. Warte mal, habe ich jetzt auch den Schlüssel gekriegt für höheres Tier? Ja, Tier 12. Plunge Night Message Tier 12 habe ich jetzt. Dann müsste ja jetzt eigentlich auch der Typ sagen, du darfst craften. Gehen wir mal zurück. Kann ich die da nicht reinpacken, die Exploit? Muss ich erst eine daneben haben, wa? Ja. Aber du hast einen Punkt. Aber jetzt brauche ich noch einen Punkt, um die da reinzusetzen, wahrscheinlich. Nehme ich mal stark an. Ja, ich brauche noch einen Punkt, um die da reinzusetzen. Okay, ja gut. Ist halt alles complicated hier, ey. Ihr seid rausge teleportet, ne? Ja, ich bin in der Stadt. Crafting of a Sigil lerne ich jetzt. Okay, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Danke, oh, Noah, dass du mit uns hier durch bist. Ja, natürlich. Das war dein Schlüssel, ne? Ja, ja. Aber ich hab... Du kannst jetzt schon Level 40 Dinger craften. Also ich zumindest hab genug Pulver dafür. Ja, da wäre ein bisschen too much, glaube ich. Also Level 20 meldet dich. Ja, also alles... Jeder so. Also, das, was wir gerade gemacht haben, würde ich, glaube ich, so, würd ich, glaub ich, hinbekommen. Also so ja, auf jeden 15 Fall. Ist in Ordnung. Ne, warte mal, wir haben 10 gemacht, ne? Er ist ja Mist. Es gibt 6 bis 10 und 11 bis 15. Ach. Nochmal. 3, 11 bis 15. Oh, bist du jetzt schlafen, Peter? Ja. Kann der Capcom? Nee. Bist du nicht hyped auf Monster Hunt? Nee. Kann ich morgen gucken. Und wir also haben gestern schon so lange gestreamt, Alter. Da war ich ja, schon so. Stimmt. Zu wenig Schlaf für mich. Ja, vor allen Dingen Sonntag, Montag, heute auch. Ich muss mal meiner Frau Hallo sagen. Heute ist Montag. Ja, stimmt. Ich hab mal, jetzt hast du im Gedanken heute schon eingeplant, dass du nicht da bist, um Hallo zu sagen. Sonntag, Montag und heute. Das war ein sehr schöner Stream. Vielen lieben Dank, Chat, dass ihr heute am Start wart. Und danke für die ganzen Subs. Danke, liebe Mods, dass ihr heute für Recht und Ordnung gesorgt habt. Und danke, Noah, dass du auch noch vorbeigeschaut hast. Natürlich. Dann sind Nightmare Dungeons mit Gruppen aber sehr viel besser als alleine. Weil alleine kann ich halt keiner retten. Ja, ohne Scheiß. Und also, das ist schon echt übelst. Wir raiden heute mal die kleine Gurke. Er spielt zwar kein Diablo, aber auch so ein komisches Spiel, wo man von schräg oben drauf guckt. Nee, hä? Habe ich noch nie gehört vorher. League of Keine Legends. Ahnung, was das ist. Gute Nacht, Wien. Gute Nacht an alle. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Schlaft gut. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.